In der Olympiahalle ging es diese Woche und geht es natürlich auch heute um sehr, sehr viel Geld. Mit insgesamt 6,7 Millionen Dollar war das Finale der Slam Cup Serie dotiert. Viel Geld, das nicht unbedingt alle Stars oder qualifizierten Spieler an die Isar gelockt hat. Schon eher bei den Damen, die durften ja zum ersten Mal dabei sein. 7 der 8 qualifizierten Spielerinnen sind nach München gereist. Nicht Monika Seles, sie reist halt noch nicht wieder seit dem Attentat nach Deutschland. Im Finale stehen sich die Schweizerin Patty Schnieder und die Amerikanerin Venus Williams gegenüber. Und bei den Herren sind es der Chilene Marcelo Rios und der Amerikaner Andre Agassi. Eine äußerst spannende Partie und zwei richtige Typen. Rudi Zerne in München, darauf habt ihr auch euer Team verstärkt. Ja, selbstverständlich, Christine. Wir spielen sozusagen am ZDF-Mikrofon ein astreines Doppel. In Diensten des ZDF heute am Finaltag hier in der Münchner Olympiahalle Boris Becker. Der einzige kleine Nachteil oder Wermutstropfen, er ist noch nicht da, aber kein Wunder, er steckt noch im Stau. Es ist ordentlich was los. Nebenan erwarten wir ja noch am Abend das Spiel im Olympiastadion Bayern München gegen Borussia Dortmund und heute letzter Tag beim Münchner Oktoberfest. Also er ist vom Bogenhausen unterwegs, hat uns angerufen, weil er noch trainiert hat und sagt, in einer Viertelstunde bin ich bei euch und wir sind guter Dinge, dass er es natürlich auch schafft. Naja, wenn es drauf ankommt, war ja immer auf Boris Becker Verlass, so sicherlich auch heute. Ja, Marcelo Rios gegen Andre Agassi, das sind zwei Typen. Allerdings hat Andre Agassi ein richtig hartes Halbfinalspiel in den Knochen. Gestern spielte er fast 4 Stunden über 5 Sätze. Könnte das, Rudi Zerne, ein Vorteil für Marcelo Rios sein? Ja, diese Frage, denke ich, können wir direkt am besten weitergeben an Charlie Steeb, der Andre Agassi sehr gut kennt. Ihr habt viel miteinander gesprochen. 3 Stunden 41 Minuten hat er gestern gebraucht für Kutschera. Wie glaubst du, wird er fit sein? Er wird schon einigermaßen fit sein, aber es hängt auf jeden Fall in den Knochen und es kann ausschlaggebend sein für das Match. Rios ist auf jeden Fall noch frisch und Agassi hat ein sehr hartes Match hinter sich und er muss eigentlich gegen Rios nicht nur frisch sein, spritzig sein, sondern er braucht auch Geduld, um die Chance abzuwarten, dass er wirklich punkten kann. Und dieses harte Match im Halbfinale kann unter Umständen jetzt ausschlaggebend sein fürs Finale. Deswegen schauen wir uns auch direkt nochmal im Überblick an, wie die beiden Herren ihren Weg gefunden haben hier ins Finale. Also auf jeden Fall Marcelo Rios mit einem Spiel weniger. Er hatte ein Freilos, hat noch keinen Satz verloren, hat Mantilla besiegt und gestern Abend ziemlich glatt in weniger als 2 Stunden Marc Philippoussis, obwohl der auch so knallharte und gute Aufschläge hat. Also das ist schon in jedem Fall ein Vorteil. Andre Agassi hatte sich am Anfang glatt durchgesetzt in unter einer Stunde gegen Petr Korda. Das war also schon mal der Beweis, dass er, Charlie, entschlossener ist denn je. Das auf jeden Fall. Er hat wirklich eine super Form. Vielleicht die Form seines Lebens im Moment. Er hat toll gespielt, hat sich auch gesteigert von Match zu Match. Und man weiß auch bei ihm, wenn er mal in der ersten, zweiten Runde gut spielt, ist er schwierig zu schlagen, wenn nicht so ein hartes Match dazwischen kommt. Also wenn die beiden frisch aufeinandertreffen würden, würde ich leichte Vorteile Agassi geben. Im Moment muss man auf jeden Fall Vorteile für Rios einräumen. Nähere Informationen zu dem Mann, der zum 4. Mal hier beim Compaq Grand Slam Turnier dabei ist und aber zum 1. Mal erst im Finale spielt, hat jetzt Marcel Bergmann. Er ist ohne Frage die große Zugnummer hier in München. Sowohl neben als auch auf dem Tennisplatz. Andre Agassi, aufgenommen in das Turnier der Grand Slam Besten erst mit Hilfe einer Wildcard, ist offensichtlich gerne in die Olympiahalle gekommen. Gerne und in einer ausgezeichneten Verfassung. Drei Spiele, 3 Siege und dabei jeweils mindestens ein Satz mit 6:0 gewonnen. Gegen Cedric Pioline, gegen Petr Korda und Karol Kutschera. Der Weltranglisten-8. Beim 9. Grand Slam Cup also in Rekord, in Spiel und auch in Oktoberfest-Laune. Well, I'm looking forward to enjoying the Oktoberfest. Natürlich freue ich mich, hier das Oktoberfest zu erleben und genauso auch darüber, bisher so gut gespielt zu haben. Die Hallensaison macht mir immer sehr viel Spaß, denn ich kann ungehindert von Wind und Wetter auf die Bälle einschlagen und sehr aggressiv spielen. Aggressivität und vor allem spielerische Brillanz gestern auch im Halbfinale gegen Karol Kutschera. Nach 4 abgewehrten Matchbällen, nach fast 4 Stunden Spielzeit und nach 5 Sätzen hatte Andre Agassi zum 1. Mal das Finale des Grand Slam Cups erreicht. Ein Finale, dem er trotz der großen körperlichen Anstrengung gestern optimistisch entgegensieht.
Warum soll es nicht klappen? Ein Spiel noch, dann habe ich das Turnier gewonnen. Es war seine Woche in München. Und zumindest die Zuschauer haben ihre Favoritenrolle für das Finale längst vergeben. Eine Rolle übrigens, über die auch Agassi selbst schon zu Turnierbeginn niemanden im Unklaren gelassen hat. Ja, die Unterstützung des Publikums ist also schätzungsweise einwandfrei hier auf Seiten von Andre Agassi. Aber bei Marcelo Rios wissen wir, wenn er so ein bisschen spürt, die Antipathie, dass die ihm entgegenströmt, dann ist er richtig angespornt. Wie schätzt du ihn als Typen ein? Ja, er braucht nicht unbedingt die Unterstützung der Zuschauer. Er ist ein Typ, der sein Ding durchzieht, egal was um ihn rum passiert. So ist er auch als Typ. Und ihm wird es nichts ausmachen, dass die Zuschauer mehr auf Agassis Seite sind. Zumal vom taktischen Bereich, er ist Linkshänder. Ihm wird ein bisschen, ihm kommt entgegen, dass Agassi eine beidhändige Rückhand spielt. Mhm. Da wird er ihn festnageln können. Wobei man, wenn man beide Spieler vergleicht, sieht man zwei sehr ähnliche Typen. Beide stehen sehr weit im Platz, versuchen den Ball früh zu nehmen und den Gegner unter Druck zu setzen. Mehr zu Marcelo Rios, zu dem Chilenen, zur aktuellen Nummer 3 der Tennis-Weltrangliste, der ein bisschen lockerer werden könnte, von Martin Wolf. Den Blick fast nie geradeaus. Entgegenkommende Augen meidet er wie Matchbälle seiner Gegner. An Marcelo Rios scheiden sich die Geister. Ist dieser junge Aufsteiger arrogant? Nein, das denke ich nicht, sagt sein Trainer. Er ist nur sehr schüchtern. Er gibt viele Autogramme. Er ist nur ganz anders aufgewachsen als etwa Agassi. Der kommt aus Las Vegas und war auch in meiner Akademie von klein auf immer mit vielen Menschen zusammen. Das hat ihn geprägt. Rios ist in ganz anderen Verhältnissen groß geworden. Aber er ist noch jung, er wird bestimmt noch offener werden. Auf dem Platz, gestern etwa gegen Philippoussis, kommt sein Schüler schon längst ganz blendend zurecht. Das Spiel des Australiers liegt ihm besonders. Er liebt Gegner, die ihn am Netz attackieren. Agassi wird ihm diesen Gefallen gewiss nur selten tun. Das stimmt schon. Surf- und Volley-Spieler sind mir lieber. Aber gegen Agassi habe ich auch keine Motivationsprobleme. Er wird sich heute Nacht gut erholt haben und mir gewiss alles abverlangen. Für mich ist es reizvoll, gegen eine ehemalige Nummer 1 zu spielen. Ich freue mich drauf. Interessant wird es ganz gewiss. Und wer weiß schon, vielleicht schenkt er uns ja mal mehr als nur einen flüchtigen Blick. Ein echter Emotionsausbruch, das wäre doch mal was. Ja, der Mann konzentriert sich auf das Wesentliche. Charlie, er ist Linkshänder genau wie du. Du hast auch Andre Agassi schon geschlagen hier im Davis Cup vor einigen Jahren. Wann war es nochmal? 89, sorry. Wie würdest du es angehen? Er wird versuchen, ihn aus dem Feld zu treiben. Er wird versuchen, viele Winkel zu spielen, zur Rückhand raus als Linkshänder. Und er wird versuchen, Agassi zum Laufen zu bringen. Zumal er hofft natürlich, dass er nicht mehr so spritzig ist wie im Match vorher. Okay, wir geben ab zu Ariston Celli. Der Compaq Grand Slam Cup 98 wird Ihnen präsentiert von ZDF und Talkline. Und hier sind die ersten beiden Punkte gerade gespielt worden. Agassi gewann den ersten, dann ein Ass von Marcelo Rios, 15 beide. Und ich bin auch gespannt, ob Andre Agassi versuchen wird, seine Müdigkeit damit zu kompensieren, dass er versucht, schnelle Punkte zu machen, so wie eben. Fußfehler gerufen. Zweiter Aufschlag. Nicht optimal angegriffen von Andre Agassi. 30 beide, sorry. Zu kurz, zu weit Richtung Mitte. Und der Passierschlag war eine einfache Übung für den Chilenen. 40, 30, 40, sorry. Oh!
Einstand, Deals. Vorteil, aggressiv. Break-Möglichkeit für Andre Agassi. Der gleich in diesem ersten Aufschlagspiel seine Qualität zeigt, seine unglaublich harten, schnellen Returns. Klasse gekontert von Marcelo Rios. Das geht schon richtig gut los. Dieser Ball knapp im Aus. Keiner reklamiert, also wird es wohl so gewesen sein. Spiel, Rios. Auch der ganz knapp im Aus. Marcelo Rios eröffnet also das Match mit einem Aufschlaggewinn. Das war schon ein Stückchen härtere Arbeit für den Chilen, Nummer 3 der Weltrangliste, 22 Jahre alt, also 6 Jahre jünger als sein Gegner Andre Agassi. Sein Aussehen, allein das schon polarisiert, und viele haben, als es feststand, dass Rios und Agassi im Finale sind, gesagt, na, das ist das Beste, was uns bei diesem Turnier passieren konnte. Und man ist ja sehr schnell mit Schlagzeilen, der Gute gegen den Bösen, dreimal dürfen Sie raten, wer der Gute ist, das ist Andre Agassi. Marcelo Rios, der aussieht wie ein Revolverheld, so haben es Zeitungen schon beschrieben, dem ist dann die Rolle des Bösen zugedacht. Er ist halt einfach ruhig, er ist ein sehr individueller Mensch. Bitte nehmen Sie rasch Platz, danke. Und sein etwas abenteuerliches Aussehen hat auch damit zu tun, dass John McEnroe, als er diesen Jungen zum ersten Mal sah, sagte, mit seinen langen Haaren sieht er aus wie ein Mädchen. Und von da an weigerte sich Marcelo Rios beständig, sich jeden Tag zu rasieren. Das Ergebnis sehen Sie hier. Es gibt noch einige Zuschauer, die in dem Stau hängen geblieben sind, in dem auch noch Boris Becker steckt. Und deswegen die Halle noch nicht ganz voll, aber sie wird sicherlich gut gefüllt sein, wenn es hier richtig zur Sache geht. Sensationell, was ein hohes Tempo in diesem Ballwechsel. 0-15, Love 15. Und dann aus dem Lauf herausgeschlagen, diese Vorhand entlang der Linie. 15 beide, 15 auch. Wie Charlie Stepes gesagt hat, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten bei den beiden in ihrem Schlagrepertoire.40-15, 40-15. Spiel, Agassi. Auch Andre Agassi gelingt in seinem Aufschlagspiel ein Ass, ein etwas leichter Aufschlaggewinn für ihn als zuvor für Marcelo Rios, aber das soll noch keine Richtung angeben. Brad Gilbert, der Betreuer, Trainer von Andre Agassi.
15-0, 15 love. Da schaute André Agassi noch mal genauer hin, um zu erkennen, ob vielleicht der Ball doch ausgewesen sein könnte. Es gibt ja so kleine Abdrücke. Ja, ich denke nicht, dass er aus war. War eher auf der Linie, wenn auch noch mit dem letzten Atom, aber das zählt ja dann. Rios weit hinter der Grundlinie. Oh, was ein fantastischer Ballwechsel. Beide weit seitlich vom Platz. Und hier waren es wirklich nur Millimeter, ein paar Zentimeter dann doch. Guckt nochmal hinterher. Aber ein toller Ballwechsel. Er ist ihm missglückt, aber es bleibt der Eindruck, als habe Marcelo Rios mehr Probleme, seine Aufschlagspiele durchzubringen. Ein Breakball im ersten Spiel abgewehrt, jetzt auch über 30 beide. André Agassi hat eine Ochsentour hinter sich, bis er wieder die Nummer 8 der Welt wurde, ist getingelt bei den kleinen Turnieren, während er schon fast an der Spitze war. Marcelo Rios nach dem Finale von Key Biscayne. Nummer 1 geworden, danach verletzt am Ellbogen. Und was ist jetzt? Der Physiotherapeut Alex Stober ist bei ihm. Nick Bolletieri schaut, ob besorgt oder nicht, das will ich nicht interpretieren, aber sicherlich nicht allzufrieden. André Agassi wird es mitbekommen haben, aber wird es sofort aus seinem visuellen Gedächtnis gestrichen haben. Er muss sein Spiel durchziehen. First service.
Ja, da ist die Seite gerissen. War deutlich zu hören und jetzt hofft er einfach nur, diesen Punkt zu Ende zu spielen, um dann den Schläger zu wechseln. 40 Minuten vor die Lauf. Beide Spieler übrigens mit einer sehr harten Besprechung. Oh ja, komplett durch. Da sind mindestens 3-4 Seiten. Und das sieht man jetzt auch auf den Videoleinwänden unterm Dach. Und deswegen das Raunen, das unter dem Fachpublikum rund geht. Denn das ist selten. Aber ich habe es gesagt, beide Spieler bespannen mit einer Härte von mehr als 30 Kilo. Rios 33. Und da passiert es öfter, dass schon in der Tasche es allein mal Pling macht und eine Seite sich aufzwirbelt. Zwei Beine, 2 Games all. Schwer von hier oben zu erkennen, was Marcelo Rios umtreibt, ob es eine Verletzung am Knie ist. Ich glaube nicht am Sprunggelenk. Aber irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Vorteil Rios. 2. Doppelfehler in diesem Aufschlagspiel. Und das Break. Und jetzt wollen wir mal gucken, was mit Marcelo Rios los ist. Boris Becker ist gerade eingetroffen. Grüß Gott alle zusammen.
Ja, eigentlich hat man damit gerechnet, dass eher Andre Agassi Probleme bekommen könnte nach dem harten Spiel gestern, aber irgendwas stimmt mit Marcelo Rios nicht. Er hat irgendwelche Tabletten gerade bekommen von Alex Stober. Und Andreas Egli, der Schiedsrichter, hat gerade durchgesagt, dass Marcelo Rios eine Verletzungspause nehmen wird. Das darf er laut Reglement. Er hat irgendwas im Rücken. Hier schauen Sie die Tabletten. Ist dann wahrscheinlich irgendein Muskelrelaxat. Alles legale Drogen. Scheint irgendwas im Rücken zu haben. Ich habe vor einigen Tagen auf diesem Center Court gespielt und der Platz ist extrem hart. Und vielleicht. Trotz dieser Holzplatte, die unten drunter ist? Ja, ich habe ihn als relativ hart empfunden und es geht dann vielleicht in die Hüften oder den Rücken, ich weiß ja nicht. Scheint es irgendwas eher am Rücken hat. Und es ist ein Best-of-Five-Match, das heißt, er kann nicht mal schnell das Match nach Hause schaukeln, sondern er muss richtig die Punkte ausarbeiten. Und Agassi wird ihm auch keine Geschenke geben. Ganz sicher nicht. Man hat das schon in den ersten vier Spielen jetzt gesehen. In den ersten fünf, dass beide voll zur Sache gegangen sind. Es gab gleich zu Beginn viele gespielte Punkte. Normalerweise ist das nicht unbedingt so. Da brauchen beide Spieler eine gewisse Zeit, bis sie sich in das Finale eingefunden haben. Aber hier ging es gleich von vornherein los. Und ich habe eigentlich erst vermutet, dass Andre Agassi dieses Tempo anzieht, weil er nicht die Kraft hätte, jetzt fünf Sätze zu gehen. Hatte doch genügend Training gestern auf dem Center Court gehabt. Das war ein hervorragendes Spiel. Ja, also diese Übung, wer Wirbelsäulenprobleme hat, der weiß, deutet genau auf das hin, was Sie gerade gesagt haben, dass es Hüfte oder Lendenwirbelsäule ist. Ja. Sie haben heute Morgen trainiert? Ich habe heute Morgen mit Tommy Haas trainiert. Wir bereiten uns auf Basel vor, wo wir nächste Woche beide antreten werden, im Einzel und auch im Doppel. Das war ganz gut. Er hat unglücklich in Mallorca verloren gegen Thomas Muster nach einer 6-3-3-1-Führung. Aber solche Spiele passieren natürlich. Ne? Thomas Muster ist ein alter Hase. Und jetzt haben wir heute in der Halle trainiert. Mallorca war ja auf Sand und fliegen dann morgen. Er fährt heute schon. Ich fliege morgen nach Basel und versuchen da unser Glück. Auf welchem Belag habt ihr trainiert? War das auch Deko-Turf? Ja. Wie hier in der Halle? Ja. Also das sieht nicht allzu gut aus. Es wäre schade, wenn das Finale nicht zu Ende gespielt werden könnte. Aufgrund der Verletzung von Marcelo Rios, der in diesem Jahr selbst einmal profitiert hat von einer Verletzung eines Gegenspielers. Das war in Rom beim Super 9 Turnier. Da gewann er kampflos. Noch 30 Sekunden zur Distanz. Also offensichtlich zwickt es da an allen Ecken und Enden. Ist ja auch schon 21 Jahre alt, da tut das mir schon mal weh. Ne? Ja, für Tennisspielerverhältnisse ist Andre Agassi ja geradezu steinalt mit 28 Jahren. Methusalem nennt man ihn auch. Dieses Spiel ist natürlich psychologisch äußerst wichtig, dass Andre mit dem gleichen Tempo weiterspielt und jetzt nicht Tempo rausnimmt aus dem Spiel, weil er erstmal schaut, wie der Gegner sich bewegt oder spielen kann. Ist das so isolierend, wenn man das mitbekommt, dass der Gegner da unten behandelt wird? Ja klar, man merkt das, man spürt quasi seine Chance. Also den Punkt hat er gemacht. Wir gehen mal ganz kurz runter zu Martin Wolf, der hat den Physiotherapeuten. Ja, Alexander Schober, was plagt Marcelo? Ja, Marcelo leidet oder beschwert sich wegen einer Muskelüberlastung, Muskelsehnenansatzüberlastung. Und die hat er eigentlich schon seit ein paar Tagen. Und jetzt auf dem harten Belag ist es sehr deutlich zum Vorschein gekommen. Wie groß ist die Gefahr eines Abbruchs? Ja, er spürt einen leichten Schmerz im Bein, aber es besteht keine Gefahr, dass er irgendwie einen größeren Schaden zuziehen könnte. Es ist nur eine reine muskuläre Überlastung. Okay, danke schön. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, erste Runde freilos.
Dann 2 glatte Sätze gegen Mantia, 3 glatte Sätze, 1 Stunde 42 gegen Philippoussis. Viel gearbeitet hat er eigentlich nicht. Haben Sie recht, eigentlich müsste Andrew heute Morgen mit einem steifen Rücken auffahren oder mit schweren Beinen. Das hat nicht den Anschein hier, aber wer weiß, vielleicht hat er sich irgendwas zugezogen gestern Abend noch. Oder kam eben nicht ganz fit hier nach München. Das kann dann auch passieren. Also Andrew Agassi scheint nicht groß beeindruckt zu sein. 30, 40, 30, 40. Breakball abgewehrt, einer geht noch. Spät, Rios. Das war natürlich extrem wichtig für Marcello, nochmal zurückzukommen in den Satz. Bei 4-2 und Rückenbeschwerden hätte er wahrscheinlich den Kopf etwas hängen lassen. So riecht er seine Chance. Und es steht 3 beide. Andre hat sich auch schon mal schneller bewegt in der Grundlinie. 30-0. Spiel Rios, neue Bälle bitte. Das erste Aufschlagspiel, das er nicht nur zu Null, sondern ganz deutlich gewinnt. 4 games to 3, new balls. Dennoch frage ich mich, ob er so weiterspielen kann. Aus ihm ist eigentlich nicht viel zu lesen, wenn man ihn so anguckt. Er beschwert sich selten, er rastet selten aus. Also ganz schwer, in den Mann reinzugucken. Ja, und jetzt spielt er natürlich extrem locker. Er weiß, dass er ja nicht mehr viel gewinnen kann eigentlich. Und ja, spielt extrem locker, hat 2 Asse gemacht. Das macht er ganz selten. Und von der Grundlinie spielt den ersten Ball eigentlich sehr riskant an der Linie. Und für Andre ist es natürlich doppelt schwer. Erstmal hat er spürt das Match von gestern. Zweitens hat er jetzt einen Break gehabt und Rios ja, wollte schon beinahe die Hand schütteln und das Match hergeben. Und plötzlich ist es 4-3 Rios und Agassi muss schauen, dass er hier nicht ins Hintertreffen kommt. Halle gut gefüllt. In der abschließenden Pressekonferenz heute wurde von 50.000 Zuschauern gesprochen, die im Lauf dieser Tage hierher gekommen sind. Die Nachfrage war natürlich richtig, ob das denn tatsächlich so sei oder ob es sich um Tickets gehandelt habe. Nein, man hat bestätigt, 50.000. Der Tag ist lang, beginnt um 13 Uhr, endete manchmal erst um 22 Uhr abends und die Fluktuation, also viele kamen, viele gingen, hat dann doch zu einer ganz erklecklichen Anzahl von Zuschauern geführt. Heute voll, eine schöne Stimmung. Eine der schönsten Hallen in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch schon einige Mal das Vergnügen, hier spielen zu dürfen und wenn die Halle voll ist und die Zuschauer mitgehen, dann macht es wirklich großen Spaß, hier Tennis zu spielen. Und heute sehen Sie auch, glaube ich, irgendwo die 2 besten Spieler logischerweise des Turniers. Wir haben sehr gute Namen, sehr gute Erfolge auch dieser schon vorzuweisen gehabt. Und das ist irgendwo ein krönender Abschluss dieser Woche. So, nach dem Ball lief Marcelo Rios nicht mehr, humpelte vielmehr Richtung Mitte. Ist das eigentlich ein Typ, der auch mal eine Verletzung nutzt, um sie immer mal wieder augenscheinlich zu machen, um seinen Gegner außer Kontrolle zu bringen? Das habe ich bei ihm nicht oft erlebt. Also wenn er was hat und er hat nicht häufig was, dann scheint das tatsächlich der Fall zu sein. Sonst spielt er eigentlich sein Spiel runter und ist doch relativ fairer Sportsmann auf dem Platz. Oh.
Für diesen Ball zum Beispiel spielt er volles Risiko, will keinen anderen Ballwechsel mehr eingehen, steht auch 40 noch für Agassi. Somit schont er etwas die Muskulatur. Oh, oh, das sieht gar nicht gut aus jetzt. Kann keine Spannung aufbauen. Uiuiui. 15-0. Große Chance für Agassi, den Punkt da zu machen. Aber wenn Marcelo Rios weiterhin Probleme hat beim Aufschlag, dann sieht's düster aus. Eigentlich eine Frage der Zeit. Es gab schon die unmöglichsten Matches, auch in der Vergangenheit, wo man nun auch eigentlich gar nicht mehr spielen konnte und wollte. Und irgendwie hat man das Ding nur nach Hause geschaukelt, der Gegner wird nervös und ja, man riskiert alles und man trifft dann auch jeden Ball, weil man eben gar nichts mehr zu verlieren hat. Und das ist die Psychologie, die dann sehr schwer zu fassen ist für den Gegner oder auch für die Zuschauer. Wie kann das sein? Er ist verletzt und spielt trotzdem hervorragend, ja, aber. Und macht den Punkt. Und der Saal. Und damit erobert er sich auch so ein bisschen die Herzen der Zuschauer. Das kommt dann auch noch dazu. Ja. Der Funke springt aber so langsam über, merke ich bei den Zuschauern. Sie hoffen natürlich auf ein langes Match, nochmal ein Fünfsatz-Match, wenn möglich. Er schaut nicht gut aus jetzt. Hangelt sich aber zum 5-4 durch, setzt sich aber jetzt gerade hin wie ein alter Mann. Und der Physiotherapeut ist wieder bei ihm. Ich glaube, wenn das ein Turnier wäre, erste, zweite Runde, hätte er längst aufgegeben. Aber in einem Finale, da versucht man sich schon noch mal am eigenen Schopf herauszuziehen. Paul Breitner guckt sich das Ganze an. Und dann wahrscheinlich heute Abend direkt ins Stadion rüberzugehen. Mhm. München ist das sehr viel los heutzutage. Oktoberfest und Manchester United Mittwoch, heute Borussia Dortmund, der Schlager. Grand Slam Cup hier in der Olympiahalle. Das ist zwar schön auf der einen Seite, auf der anderen aber fast schon zugeballt. Und man arbeitet daran, den Compact Grand Slam Cup weiter in den Oktober zu schieben, damit zumindest mal dem Oktoberfest auch aus dem Weg zu gehen. Time. Das hat ganz einfach auch monetäre Gründe. Man bezahlt hier pro Nacht in einem manchmal eher durchschnittlichen Hotel 300 bis 400 Mark. Hier in der Zeitlupe hat man auch noch mal gesehen, wie diese Verletzung seine Bewegungsfreiheit etwas einschränkt. Der linke Fuß immer etwas nachgezogen wird. Der stretcht sich zwischendrin immer mal wieder. Bewegt er sich besser. 15-0. Sein Glück ist eben, dass er unheimlich viel Talent hat. Er gehört meines Erachtens momentan, ja, vielleicht erste zwei, drei vom Talente überhaupt im Welttennis. Er kann also mit dem Ball alles machen. Dieser erlaubt ihm auch, erlaubt es ihm auch quasi auf einem Bein Tennis zu spielen. Was nun ganz wenig sind können. Es ist auch die Fähigkeit, unglaublich schnell zu erkennen, wohin der Ball kommt. Ja. Da haben wir, glaube ich, in Tenniskreisen mit die schnellsten Augen heute auf dem Platz, weil Agassi ist dann auch extrem
flink mit seiner Hand. Er kennt sehr früh den Aufschlag des Gegners und Rios ist, glaube ich, Nummer 2. Ist das eine Gabe oder muss man daran einfach hart arbeiten? Man kann natürlich sich verbessern, aber so gut zu werden wie Agassin Rios, das schafft man nicht. Das muss irgendwo angeboren sein. Noch einen anderen Sportskameraden aus Amerika, der kann das auch relativ gut, mit dem Namen Sampras. Der im Moment auch verletzt ist, aber eine Wildcard beantragt hat für Basel. Also da treffen sich die großen Namen alle wieder. Es ist nur noch so, das Rennen um die Nummer 1 ist noch total offen dieses Jahr. Selbst Agassi, der für dieses Jahr bis jetzt die Nummer 5 ist, hat noch große Chancen, am Ende des Jahres die Nummer 1 zu werden. Und Sampras und Rios und Moya, Rafter, das sind so die ersten vier. Alles ist ja im Kreis des Möglichen, 300-400 Punkte auseinander. Und es wird noch ein heißer Herbst. Das Finale dann im ZDF, die ATP-Tour-WM. Rios bewegt sich aber jetzt besser. Irgendwas scheint er. Die Tabletten scheinen zu wirken. Das wäre zu wünschen, denn die Qualität des Spiels bisher ist relativ hoch. Schön anzugucken fürs Auge. Viel zu sehen für Boris Becker. Viel zu analysieren. Und somit erster Satzball nach 34 Minuten. Für den, und das betonen wir an dieser Stelle, leicht verletzten Chilenen. Unglaublich. Das sind Schläge eines Champions. Unter Druck, zweiter Aufschlag, zweimal riskant zu spielen. Das kann nicht jeder. Und Andrew Agassi eben zur Perfektion. Ich bin zu viel gelobt eben. Erster Doppelfehler. Unglaublich. Also da möchte man mitklatschen. Marcelo Rios gerade wieder in den Platz eingestiegen, nachdem er über die Bande drüber ist. Da dachte ich eigentlich, der Punkt ist längst gelaufen und dann so ein Konter. Übrigens ein Schlag, den wir oft und gerne auch von ihm gesehen haben. Aus dem Laufen raus mit der Vorhand, dann allerdings mit der rechten und nicht mit der linken Hand. Nur ich komme nicht so weit vom Feld zurück wieder, dann lasse ich es doch lieber. Der Sprung über die Bande. Ein Kompliment an Alex Stober. Ja, gute Arbeit hat er geleistet. Das ist natürlich jetzt psychologisch extrem hart für Agassi. 3-2-Break geführt, der andere will eigentlich aufgeben. Und jetzt 10 Minuten später fällt er den ersten Satz 6-4. Glaubt er, wäre jetzt eigentlich schon auf der Gewinnerstraße. Und jetzt muss er nochmal richtig alles aus sich herausholen nach dem gestrigen Match. Bestimmt nicht so einfach. Schauen Sie das an, Zuschauer. Das knapp aus. Aber was ein Tempo in den Schlägen. 15 beide, 15 auch. Ich meine, es ist doch die schönste Nebensache der Welt. Ja. Gibt natürlich noch Alternativen, aber
Wir sind noch nicht im Abendprogramm. Na, das schmeckt jetzt Marcelo Rios gar nicht. Zweimal knapp daneben. Wollen wir uns mal anschauen. Ja, ich würde eher sagen, der Ball war drauf nach dieser Einstellung. Das war eigentlich eine Einladung für Agassi, das Break zu machen. Hat sich aber nicht gut bewegt, Ball viel zu früh getroffen. Das ist bitter durch einen Doppelfehler, aber er hatte den ersten Satz gewonnen und wir sind mal gespannt darauf, was Charlie und Rudi dazu zu sagen haben. Ja, vor allen Dingen, was Charlie Steeb dazu zu sagen hat. Also ich kann mir schon vorstellen, Boris hat es auch gerade angesprochen, dieser psychologische Nachteil in diesem Fall, dass Agassi denkt, Mensch, ich glaube, ich bin im falschen Film. Da ist auf der anderen Seite ein alter Mann, wie es im Augenblick den Anschein hat, und dann spielt er solche Bälle. Ja, es ist eine schwierige Situation. Er sieht ihn oft. Der anderen Seite ist sein Gegner, der kurz vorm Aufgeben ist. Boris sagte es gerade schon, und plötzlich verliert er einen Satz und muss noch drei Sätze gewinnen, um das Match zu gewinnen. Insofern ist es für Agassi jetzt wirklich schwierig, speziell jetzt am Anfang des zweiten Satzes seine Konzentration da zu haben und Rios nicht wegziehen zu lassen. Denn ich bin immer noch überzeugt, wenn Agassi jetzt wirklich anzieht und auch mal Satzausgleich schafft, dann plötzlich tut der Rücken wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr weh bei Rios und dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Ja. Wir haben noch die Statistik da, die ist vielleicht auch ganz interessant an dieser Stelle, nach dem ersten Satz. Ja, Agassi 62%, erster Aufschlag ist sehr hoch, obwohl Rios mit 4 Assen 3 mehr geschlagen hat als Agassi. Direkte Punkte, sicher erstaunlich, mit Rios 16 direkte Punkte, Agassi nur 10. Das ist auch eine Aussage, dass Rios, nachdem er gemerkt hat, er ist verletzt, mehr Risiko eingegangen ist. Mhm. Und das wollte sich eigentlich Agassi vornehmen, als er auf dem Platz ist. Viel Risiko, denn er ist ein bisschen angeschlagen, er hat ein langes Match hinter sich. Besten Dank bis hierhin. Bin mal gespannt, wie lange beide dieses Risiko durchgehen. Während des Seitenwechsels war wieder der Physiotherapeut bei Marcelo Rios gewesen. Versucht weiterhin zu deblockieren, wenn sich denn ein paar Wirbelchen krumm gestellt haben sollten. Das sagt sich jetzt so leicht, aber wer das mal gehabt hat, der meint, ich hab's gehabt. Der ist gelähmt für den Tag. Und grauenhaft. 40-0 vor dem Lauf. Aber sehen Sie hier, Rios hat sich gut bewegt, den ersten Satz gewonnen. Ja, und hat ja zu viel Risiko gemacht an Anfang des zweiten Satzes. Agassi hat ihn sofort zurückgebreakt und jetzt riecht Agassi wieder seinen Braten. Und Rios humpelt plötzlich wieder. Das ist diese Psychokiste, die ja einige gut drauf haben. Und im Moment hat wieder, obwohl er den ersten Satz verloren hat, Agassi für mich klar die Nase vorn. Als sich Agassi kurzfristig überlegt, doch nicht zu reklamieren und sich zum Aufschlag bereitzustellen, will sich offensichtlich durch nichts mehr aus der Ruhe bringen lassen.
Agassis Taktik muss natürlich jetzt sein, Rios am Laufen zu halten, links, rechts zu spielen, so wenig wie möglich vermeidbare Fehler zu schlagen. So wie diesen. Ja. Ich glaube, jeder Schritt schmerzt auch irgendwo Marcello und er hätte es gerne etwas schneller. Riskiert viel beim zweiten Aufschlag auch oder ist das tatsächlich immer noch die fehlende Beweglichkeit? Ich habe das Gefühl, dass er den zweiten Satz laufen lassen will, weil er jetzt schon im Break zurück ist und einfach jetzt blufft. Er riskiert sehr viel. Er möchte sich nicht weiter verausgaben. Das ist mein Gefühl. Dieser zweite Aufschlag wieder. Das ist alles wieder nichts gespielt. Das ist russisch Roulette. Das ist doppelschwer für Agassi. Also mit Taktik und mit Spielaufbau gar nichts mehr zu tun jetzt. Verkürzt erstmal auf 1-2. Er nimmt die Punkte mit, wenn sie denn kommen, aber so ein Hoch und Runter habe ich noch selten erlebt. Übrigens eine sehr schöne Erhellung, wenn man einen Champ der Branche neben sich hat. Und man lernt sicherlich nicht nur zu Hause dazu, das können Sie mir glauben, verehrte Zuschauer. Und einer, der gerne dieses Los geteilt hätte, hier zu sitzen mit Boris Becker, der hat jetzt einen Vertrag mit Rachengold, Gerd Schipanski, nachdem er 15 Jahre über sie berichtet hat, hätte er gerne mit ihnen, aber kriegt keinen Ton mehr raus. Die Klimaanlage hier in der Halle macht es möglich, dass der ein oder andere mit einer schweren Erkältung oder Stimmbandentzündung hier zu tun hatte. Bei mir war es Anfang der Woche und bei Gerd jetzt leider am Ende. Die Spieler haben sich's die kamen damit ganz gut zurecht. Diese Hallenluft ist ja auch manchmal etwas, was die Schleimhäute unheimlich austrocknet. Und viele Spieler haben dann gegen Ende eines Turniers meistens Stirnhöhlenprobleme. Ja, ich bin bekannt, dass ich immer aushuste auf dem Platz. Das ist auch wegen dieser Luft. Und alle geben mir dann irgendwelche Arzttermine und Medikamente und was auch immer. Und ich sage ihnen immer, das ist leider die Tennisluft oder eben die Anstrengung. Ich komme vom Platz runter und der Husten hört auf. Aber zurück zum Match. Agassi muss die Konzentration halten. Er muss dieses Break irgendwie über die Zeit retten, über den zweiten Satz. Und Rios spielt alles oder nichts. Und das ist für André Agassi natürlich, wie schon angedeutet, doppelt schwierig. Er weiß ja nicht, was er erwarten soll. Ja, alle Besprechungen vorher mit seinem Coach Brad Gilbert sind jetzt über den Haufen geworfen, weil Rios nun ganz anders spielt als geplant. Nun war Brad Gilbert auch einer, der mit Verletzungen oft sehr gut umging. Ja, haben Sie recht. Familie Steeb, wenn ich das richtig sehe? Ja. Ja. Kimberle und Lukas. Luke. Luke. Da wir genau im Kreuz hinten. Take 15, 40, 50.
Haben Sie ähnliche Situationen schon mal erlebt? Auf dem Platz unten, der Gegner spielt alles oder nichts, hat eine Verletzungspause genommen? Ich hatte selber mal. Ich war vor einigen Jahren in Stockholm im Finale und habe mir am Anfang des Matches den Knöchel umgeknickt. Und es tat sehr weh und alles und ich konnte eigentlich nicht weiterlaufen, aber der Turnierdirektor meinte, versuchen Sie es doch nochmal, gehen Sie da raus und schauen Sie es, dass Sie den ersten Satz irgendwie rumkriegen. Ich habe den ersten Satz gewonnen und auch das Match, der Gegner war so nervös, da konnte kein Ball mehr spielen. Am Abend danach stellte sich die Diagnose Bänderriss und ich hatte 4 Wochen Pause und Gips und alles Mögliche und das gibt es. Hat sich das dann gelohnt? Niki Pilic schaut aufmerksam zu. Seiner Frau Meier. Es hat sich gelohnt, ich habe das Turnier gewonnen. Ich konnte danach 2, 3 Wochen, 4 Wochen nicht mehr Tennis spielen. Aber das sind die Momente, die man irgendwo nicht erklären kann. Das ist nur in diesem, wenn es um so viel geht für die Spieler, dann gehen sie öfters mal über Grenzen. Und dann wird das Unmögliche möglich gemacht. Und deswegen hat auch Rios noch nicht verloren. Obwohl es beste Five ist, obwohl er einen Rückenleiden hat, ist er voll und ganz in diesem Match drin. Ja, da ist noch nicht allzu viel erzählt aus dem zweiten Satz, 2 zu 3. 3 zu 2, 3 games to 2. Diese Rückenwirbelprobleme oder Wirbelsäulenprobleme, habe ich mir erzählen lassen, ereilt öfter mal Spieler mit einer beidhändigen Rückhand, weil die irgendwelche Hebel anders einsetzen. Also ganz genau kann ich das nicht erklären. Kann das auch ein Grund sein bei Marcelo oder ist das eher ein muskulärer Defizit? Ich müsste mich vielleicht mal nach dem Match fragen, ob er nun schon halb verletzt ankam oder ob er sich diese Schmerzen hier zugezogen hat. Aber er ist relativ klein, er muss dafür sehr viel aus dem Kreuz kommen, bei seinem Aufschlag gerade oder auch dann bei der Rückhand, um Druck zu erzeugen. Und vielleicht ist da die Ursache zu suchen, dass er eben extrem reingehen muss und manchmal eben überdreht. Und durch diese Verletzung hat dieses Finale eine ganz neue Geschichte bekommen. Man hat sich natürlich, wenn man weiß, man macht ein Finale, hier übrigens der nächste Playground, wie die Amerikaner sagen, links Olympiastadion, wo die Bayern heute Abend spielen. Ja, neue Geschichte. Am Anfang hieß es, Bolitieri, jetzt Trainer von Rios, früher Trainer von Bolitieri. Da gibt es sicherlich das ein oder andere Geschichtchen. Das interessiert jetzt gar nicht mehr. Jetzt müssen es die beiden auf dem Platz selbst austragen. Und wie Sie schon gesagt haben, alle taktischen Überlegungen, die angestellt wurden, sind jetzt hinüber. Bei Politäre muss man noch dazu sagen, er hat nun beinahe jeden schon trainiert. Insofern könnte die halbe Umkleidekabine Geschichten über ihn erzählen. Da ist er. Sie können auch gute Geschichten erzählen, glaube ich. Ja, ich habe auch viel profitiert von ihm, das muss ich ohne. Aber er schreibt dann die Bücher. Er schreibt dann die Bücher, gut, meins kommt vielleicht noch. Und dann sehr gutes Camp mit Brandon Florida, wo doch Rios auch trainiert heutzutage oder Agassi oder noch viele andere Spieler. Und deswegen hat er nun immer Gründe zu Turnieren zu kommen, weil irgendein Spieler coacht da bestimmt. Das darf nicht wahr sein. Und da entlockt er sogar Andre Agassi ein Lächeln. Also wer sich für Tennis interessiert, hat öfter mal Boris Becker solche Bälle spielen sehen, im Liegen, im Fliegen. Aber von Marcelo Rios hätte ich das noch nicht erwartet. Und die Halle, die tobt jetzt. Sorry.
mit beiden Füßen ausgerutscht auf dem Hosenboden, macht er diesen Punkt. Jetzt wird's ein gutes Spiel. Jetzt haben beide auch Spaß. Irgendwo ist der Funke eben übergesprungen. Und jetzt könnte es wirklich ein schöner Tennisnachmittag werden. Erste Aufschläge mit sehr viel Slice gespielt, um Rios aus dem Feld zu zwingen. Das ist gelungen. Manchmal macht es nicht nur die Power, sondern auch eben die Platzierung oder der Schnitt. Hier zu Agassi. Nach wie vor die Nase vorne, kann sein Break, das er Anfang des zweiten Satzes gemacht hat, halten. Nimmt sich jetzt einen neuen Schläger. Ich habe mich mal erkundigt, der Bespannungsdienst ist hier nicht für ihn zuständig. Er hat einen eigenen Bespanner dabei, wie Sie das auch normalerweise haben. Und bespannt immer noch eine Mischung aus Kevlar und Darm. Das muss mir einer erklären. Und Sie sind wahrscheinlich derjenige, der es möglicherweise kann. Warum so eine Mischung? Fragen Sie mich nicht, was Kevlar ist, bitte. Irgendein im Weltraum erprobtes Material wahrscheinlich. Mal. Ich arbeite mit altertümlichem Darm heutzutage, was dann keiner mehr spielt, aber ich vertraue dieser Seite. Sie wohnt in Las Vegas, vielleicht sind Sie da schon etwas weiter. Auch Rios macht von diesem Slice-Aufschlag viel Gebrauch. Für ihn ja von Vorteil als Linkshänder auf der Vorteilseite dann das Feld zu öffnen. Also trifft alles zu, was Sie bisher gesagt haben. Er will die Punkte nach wie vor schnell machen, wenn sie denn nicht kommen. Legt er weiter zurück um den zweiten Satz. Das haben Sie auch schon eingangs schon mal gesagt, den lässt er lieber gehen, als lange Ballwechsel einzugehen. Und immer der Physiotherapeut bei ihm. Schaut nicht glücklich gerade aus, überlegt sich, das darf nicht wahr sein, was ist denn hier los? Ich vermute, man hat Eis rausgeholt jetzt aus dem Kühlfach. Die aufgeregten Menschen hinter Marcelo Rios sehen sich gerade auf dem Bildschirm unterm Hallendach, sind kaum mehr einzukriegen. Marcelo Rios nimmt das eher gelassen, aber scheint Schmerzen zu haben, wie das Gesicht gerade verrät. Ich glaube, der Hauptschmerz ist die 5-2-Führung von Andre Agassi. Tatsächlich. Ich glaube, bei 6-4 hat man ein Lächeln auf seinen Lippen erkannt. Das ist aber die Psychologie eines Tennisspielers. Um den aus Sterling-Silber gemachten Pokal geht es. In England gefertigt.
vermute ein sehr schnelles Aufschlagspiel ist von Andrew Agassi. Marcello will nicht allzu viel mehr laufen. Nick Bollettieri. Müssen wir uns mal erklären, wen coacht jetzt heute Nachmittag? Rios, ne? Nicht Agassi. Bollettieri, Rios. Rios. Ja. Agassi, Brad Gilbert. Genau. Nun hat auch Andrew Agassi Satzbälle, 40-15, knapp eine Stunde gespielt. Zweiter Doppelfehler, ist aber zu verschmerzen. Einen Satzball hat er noch. Seinen ersten Aufschlag jetzt etwas tief. Satzausgleich herbeigeführt, 4-6-6-2. Und ich hoffe jetzt nicht, dass in Marcelo Rios Kopf sich eine Absage breit macht. Ich hoffe nicht, oder ein dritter Satz. Abbrechen. Nein, er beginnt jetzt ganz normal den dritten Satz. Und die ersten Spiele sind jetzt elementar. Wenn Marcelo wieder das erste Aufschlagspiel gewinnt, dann wird es psychologisch sehr schwer für ihn. Wenn er aber seinen Aufschlag hält und es geht ins 3-Beide, 4-Beide, dann wittert er wieder seine Chance, auch den dritten zu gewinnen. Insofern sind jetzt gerade die ersten Aufschlagspiele extrem wichtig für Rios. Macht zwei Erste, hat mich verstanden. Dieser Aufschlag mit sehr viel Effet geschlagen, weg von Agassi. Er kann ihn nur kurz zurückretournieren und das Feld steht frei. Das hat ihm gut getan. Nicht nur die Tatsache, dass er dieses Aufschlagspiel gewonnen hat, sondern dass die Punkte sehr leicht herbeizuführen waren. 4-6-6-2-0-1 aus der Sicht von Agassi. Interessant übrigens, Rios ist ja nach Key Biscayne Nummer 1 geworden. Ah, die Wiesen. Und da sind die letzten Stunden schon angebrochen. Heute ist der letzte Tag. Und Martin Wolf hat Paul Breitner zu Gast. Ja, Paul Breitner, wir stehen hier also mit dem fast Bundestrainer. Haben Sie sich jetzt aufs Tennis verlagert? Nein, aber es ist ideale Ergänzung zu dem, was wir in ein paar Stunden drüben im Olympiastadion haben, Bayern gegen Dortmund. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, zwei solche Leute mal zu sehen, dann sollte man das auch mal tun. Glauben Sie, dass Marcelo Rios durchhält? Ich glaube nicht. Ich denke, er versucht jetzt den Leuten ein bisschen was zu bieten, ein paar Spiele noch durchzuhalten. Aber so spätestens, wenn er noch in den vierten Satz gehen müsste jetzt, dann glaube ich, wird er aufhören. Deswegen gehen Sie jetzt auch schon? Nein, ich muss rüber zur Vorbereitung auf unsere Live-Übertragung und komme dann wieder. Gut, danke, viel Spaß. Servus. Ich hoffe nicht, dass Paul Breitner recht behält. Boris, wie sehen Sie es? Ich wollte gerade sagen, dann komm mal nicht zu spät. Dann beeil dich, dass du hier noch das Ende des Matches siehst.
Aber ich glaube, der dritte Satz wird entscheidend werden, obwohl es ein Best of Five Match ist. Weil wenn Rios hier jetzt früh ins Hintertreffen gerät, dann und Agassi seine Konzentration beibehält wie im zweiten Satz, dann wird es sehr schwer eben. Den vierten vielleicht auch zu beenden. Paul hat das schon sehr gut erkannt. Weil er war auch mal Spieler, er sieht nur die Grimassen und weiß, wenn was Ernstes ist oder wenn einer nur spielt. Und ich glaube, die ersten paar Spiele jetzt im dritten Satz werden entscheidend sein über den ganzen Matchverlauf. Und das wissen beide Spieler. Wieder extrem konzentriert. Die Minen verraten nichts. Waren Sie dieser denn schon mal auf den Wiesen oder einen Ihrer Kollegen bestimmt? Ich habe am Sonntag das mit meiner Familie mir mal angetan, weil ich bin kein Gänger, der nun so viele Menschen aufs Mal um sich rum hat. Aber es war ganz interessant. Für Agassi ja auch, der war mit Ihnen. Gibt es nachher noch eine kleine Geschichte, die er uns erzählt hat? Hoffentlich nur Gutes. Nur Gutes. Ich war gestern Abend wieder mit Mercedes McLaren, mit dem gesamten Team, mit den Fahrern auch, Hakkinen und so. Und hat er sich als richtiger Finne erwiesen? Er kann sehr lange durchhalten, ja. Musste dann irgendwann die Löffel abgeben. Auch er mit einem leichten Spiel. Rios Nummer 1 geworden im März, ich habe es vorher mal angedacht, dann kam das Interview mit Paul Breitner dazu, oder dazwischen. Ohne einen Grand Slam-Turnier je gewonnen zu haben, das ist eigentlich selten in der Branche. Spricht das jetzt für Rios oder für das ATP-Tour-System? Das wollte ich eigentlich von Ihnen wissen. Ja, es ist natürlich ein Unding, Nummer 1 zu werden und keinen Grand Slam gewonnen zu haben. Ich meine, ich mag Rios wirklich und er hat auch Australien Open-Finale gespielt und US Open auch, glaube ich, Paris war im Halbfinale. Aber es ist natürlich unmöglich. Ja, aber er nützt das System aus. Das ist nicht sein Fehler, sondern eben das System, in dem wir spielen und leben. Er hat einige große Turniere gewonnen, wie Kiwis Kane in den Wells, aber die können natürlich nicht an einen Grand Slam heranreichen. Und das ist eben der Fehler der Verantwortlichen und nicht der Spieler. Das Problem gibt es schon lange. Ich habe mal nachgeguckt und bin darauf gestoßen, dass auch Ivan Lendl Nummer 1 wurde, bevor er das erste Grand Slam-Turnier gewonnen hatte. Hat es aber danach bewiesen, dass er es kann. Und ich glaube, Rios wird uns auch noch einige Grand Slam-Siege schenken. Weil er so viel Talent hat und das jetzt auch seit langem demonstriert, wie eben bei diesem Spiel. Er spielt jetzt im Moment auf einem Bein, aber er hat so einen guten Arm und so viel Gefühl für das Spiel, dass er auf einem Bein Agassi im Moment schlägt. Gewisses Stück Eitelkeit bringt er auch mit sich, ordnet jedes Mal sauber sein Haar. Dieses Problem hat Andrew Agassi, glaube ich, nicht mehr. Bei ihm geht es mehr um die Barthaare, die dann ab und zu wild werden. Noch eine kurze Geschichte zur Wiesn, zum Oktoberfest. Andrew Agassi sagte, also alle sagten mir, du musst da Bier trinken und irgendwann im Laufe des Abends siehst du dann die Mädchen auf dem Tischen tanzen und die entblättern sich auch noch. Das ist aber nicht passiert, also habe ich mehr Bier getrunken, damit dann was passiert, aber der Moment traf nicht ein, dass irgendwelche Frauen auf den Tischen tanzen und es ihnen zu heiß wird. Verwechselt das vielleicht mit den Table Dance Clubs in Amerika, wo das gang und gäbe ist und meinte, wir Europäer machen auch sowas. Dann hat er, glaube ich, noch das Problem gehabt, dass es dort, jetzt darf ich meine Marke nennen, kein Bud Light Bier gab. Aber ihm hat die Maß gut geschmeckt. Also er hat reichlich davon Gebrauch gemacht und ich
glaube, er kam auf seine Kosten an diesem Abend. Müssen wir schauen, wo Rios steht, wenn Agassi beim zweiten Aufschlag serviert. Er ist im Feld, das heißt, er nimmt den Ball im Aufsteigen und erlaubt Agassi gar nicht genügend Zeit zu reagieren auf diese Returns. Jetzt steht er hinten. Haben die ein Hallmikro an oder können die uns verstehen, dass sie jedes Mal... Ich glaube nicht. Aber das ist tatsächlich das Los des Reporters, weil... wir manchmal solche Dinge ja auch erkennen und in dem Moment, wo wir es aussprechen, macht er genau das andere. Aber insgesamt gesehen haben Sie natürlich recht. Er sollte es auch weiterhin tun, weil das ist eine seiner Stärken, den Ball sehr früh zu nehmen. Jetzt scheint er wieder reinzugehen, ja. 30-15, 30-15. Spin. Und das könnte er auch weitere Doppelfehler bei Anwar Agassi provozieren. Exakt. Das ist ja auch der Grund, warum man wahrscheinlich sowas macht. Ja, nach wie vor schnelle Aufschlagspiele. Was wäre denn der Gag, wenn die sich beide im Tiebreak dann treffen? Ich glaube, es kommt nicht dazu. Bei zwei solch guten Return-Spielern wird dieser Satz früher entschieden. Also ich werde den Teufel tun, gegen Boris Becker zu wetten. Deswegen lasse ich das auch. Ich habe wie ihr schon einige Male verloren bei Wetten, weil ich es anscheinend doch mit Experten zu tun habe. Wir haben Charlie Steeb neulich schon fast ausgelacht, als er gesagt hat, Patty Schnieder wird das im dritten Satz gewinnen gegen Martina Hingis. Und dann stand es aber, glaube ich, schon 5-2 für Martina Hingis. Und wir sagten, ja, ja, Charlie ist schon gut. Er hatte dann doch recht. Also deswegen halten wir uns da lieber zurück. Gegenüber den Profis oder denen, die wissen, wie das Spiel funktioniert da unten auf dem Platz. Und sehr geschickt eben ans Netz, verzögert, sodass er Agassi eigentlich nicht die Chance gibt, ihn zu passieren, sondern er wartet ab. Das sind jetzt ganz große Spielzüge. Und strengt sich doch wieder mehr an bei den eigenen Aufschlägen, weil er weiß, wenn er einmal Break zurücklegt, ist es vorbei. Ja, klasse. Und das bestätigt nochmal Boris Becker, 149 Kilometer pro Stunde. Eher Damenbereich, würde man lächelnd sagen. Aber was er daraus macht, ist ja wichtig. Die Länge stimmt, der Schnitt stimmt und er öffnet das Feld. Das sah mir nach Zamorano aus als Rios. 40-30, 40-30. Oder der Namensvetter Marcello Salas. Richtig. Ja, Zamorano und Salas, das waren die Volkshelden in Chile, bevor es Marcelo Rios gab. Und auf einmal wurde er Nummer 1 und jedes Kind kennt ihn. Ist dazu auch noch ein großer Fußballfan. Hat die WM intensiv verfolgt. Einstand Views. Und wer Zamorano live spielen will, der kann das tun bei uns im ZDF. 20.15 Uhr, Dienstag, Servus Andi, Abschiedsspiel von Andi Brehme mit vielen Stars. Fußballfan, da war's. Aus seinen Augen bei dem zuzusehen.
Portal Rios. Spiel Rios. Rios geht in Führung. 3-2. Rios führt 3-2, 3 games to 2. Und scheint sich weniger mit seiner Verletzung beschäftigt zu haben während dieses Aufschlagspiels. Hat auch etwas die Taktik geändert, jetzt bei knappen Situationen. Er kommt jetzt mehr ans Netz, er riskiert was, weil er eben diese Langballwechsel nicht mehr eingehen möchte, weil er nicht mehr gut zu Fuß ist. Und hat jetzt zweimal Erfolg damit. Ich glaube, er wird das weiter tun. Und schön daran ist eigentlich, dass es diesen Belag hier gibt, denn ich glaube, auf einem schnelleren Belag wäre diese Art Spielerei von Marcelo Rios gar nicht so möglich. Jein, also ich bin eigentlich ein Verfechter. Ja, es gab mal vor einigen Jahren dieses Power-Tennis-Thema auf, wo man eben nur noch über diese Spieler mit den vielen Assen sich ausgelassen hat. Und zum Glück ist jetzt ein Spieler, bis jetzt Spieler des Jahres, der 1,73 ist und auch sehr gut aufschlägt, aber mehr von der Grundlinie spielt. Wenn es einen schnelleren Belag gegeben hätte, hätte er, ich meine, er kann das sein Spiel jetzt nicht ändern, also hätte er ähnlich gespielt heute und Agassi wäre vielleicht auch im Finale gewesen, hat auch schon in Wimbledon gewonnen, Agassi. Insofern, ja. Das sind alles komplette Spieler, die auch auf einem sehr schnellen Belag spielen können und deswegen wäre das zweitrangig gewesen, jetzt wie der Untergrund aussähe. Der Vorteil einer beidhändigen Rückhand, man kann den Ball besser verstecken. Und erst sehr spät die Richtung angeben. 0:30, Laufzeit. Sie muss jetzt aufpassen. Hat sich nicht bewegt. Aber Rios drückt aufs Tempo. Er möchte jetzt die Entscheidung. Und Agassi muss schauen, dass er eben dieses Tempo mitgeht und jetzt nicht defensiv wird, sondern weiter aggressiv spielt. Wenn die Schläge ungenauer werden, kann es ja verschiedene Ursachen haben. Was vermuten Sie bei Andre Agassi? Ist es dann doch das Spiel von gestern, was sich jetzt langsam durchdrückt? Ich glaube noch nicht. Wir spielen erst eine Stunde und 16 Minuten. So viel Fitness hat er, dass er das durchstehen kann. Aber wirklich die Spielweise von Rios, da weiß man nie genau, was er macht. Eines Mal ist er verletzt und läuft überhaupt nicht, dann riskiert er und geht sogar ans Netz und das ist sehr schwer für Agassi, eine Taktik zu finden, die funktioniert. Er muss quasi jedes Mal sein Spiel ändern, weil Rios dauernd seins ändert. Und jetzt hat Rios Breakball zum 4-2. Schauen Sie mal, beim Breakball kann Rios laufen. Sehen Sie das? Er hat sehr hervorragend im Druck standgehalten, hat jetzt nicht passiv gespielt, sondern weiterhin den Ball geschlagen und nicht nur geschoben. Rios sieht seine Chance da. Und jetzt tut der Rücken wieder weh. Agassi.
Beat Agassi. Drei Beides, three games all. Das ist erstmal so richtig eng geworden für Andre Agassi in dem Aufschlagspiel. Es kommt zu der Rückenverletzung auch etwas Frustration dazu bei Rios. Es wäre also eine gute Chance fürs Break. Dafür Andre Agassi. Ich als Gegenspieler würde meinen, jetzt wäre eben die Möglichkeit. Vorrang. Es war der Slice-Aufschlag von links. Der Platz ist auf und nun hat er zwei Möglichkeiten und die beste nutzt er. Unglaublich. Also, das ist ein spannendes Spiel hier. Zunächst einmal Schlagzeilen aus Mainz. Der Compact Grand Slam Cup 98 wurde Ihnen präsentiert von ZDF und Talkline. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Auf einem kleinen Parteitag ziehen die Grünen heute eine erste Zwischenbilanz über die Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Die Handlungsspielräume einer rot-grünen Regierung seien nicht groß, warnte Vorstandssprecher Trittin. Inzwischen gilt als immer wahrscheinlicher, dass Fraktionschef Fischer neuer Außenminister wird. Er begleitet den künftigen Kanzler Schröder Ende der Woche auf dessen USA-Reise. Die SPD will noch in diesem Jahr die Kürzung der Lohnfortzahlung bei Krankheit zurücknehmen. Auch die Rentenreform werde schnell korrigiert, so Fraktionschef Scharping. Die sieben führenden Industrieländer G7 wollen jetzt gemeinsam gegen die weltweite Finanzkrise vorgehen. Vor allem der Internationale Währungsfonds soll gestärkt werden. Russland hat die NATO noch einmal eindringlich vor einem Militärschlag im Kosovo-Konflikt gewarnt. Dies könne zu internationalen Spannungen führen. Letzte Station der Kroatienreise von Papst Johannes Paul II. Zehntausende empfingen ihn in der Hafenstadt Split. Und noch die Wetteraussichten für morgen. Meist bedeckt, in der Mitte und im Süden zeitweise Regen, 7 bis 14 Grad. Und heute Schlagzeilen wieder um 16 Uhr. Der Compact Grand Slam Cup 98 wird Ihnen präsentiert von ZDF und Talkline. Und wir sind zurück im Münchner Olympiastadion, hätte ich fast gesagt, in der Münchner Olympiahalle, die gut gefüllt ist und wo Andre Agassi versucht, zum 4:4 im dritten Satz auszugleichen. Wir werden die ganze Zeit schon begleitet, sehr fachlich und sehr interessant von Boris Becker, der sich das Ganze sicherlich auch hochinteressiert anguckt. Wir nähern uns einer wichtigen Phase in diesem Satz und kann man eine kleine Richtung angeben. Sie sprachen am Anfang des dritten Satzes von einem Tiebreak. Das wird immer wahrscheinlicher. Ja, weil beide eben wissen, das ist mit der vorentscheidende Satz. Wer den dritten gewinnt, wird wahrscheinlich auch das Match gewinnen, weil beide, Rios ist etwas verletzt im Rücken, Agassi ist natürlich müde noch von seinem Marathon-Match gestern. Das wissen beide Spieler und haben auch jetzt das höchste Niveau erreicht vom ganzen Match. Es macht wirklich Spaß zuzuschauen. Die Zuschauer sind begeistert, hier oben glaube ich auch. Und beide wissen auch, wenn es dann um die Wurst gehen sollte in einem Tiebreak, noch sind wir nicht so weit, dann müssen sich ja beide nochmal steigern. Und das verspricht also hochspannend und hochinteressant zu werden. Exakt. Spiel aggressiv. Vier Ball, Vorgangsatz. Leichter Aufschlag gewinnen, Kraft gespart, vier beide und jetzt ist Rios wieder im Zug. Obwohl er einen so starken Return hat, Agassi, hat er noch keine wirkliche Antwort auf diese Slice-Aufschläge von Rios gefunden. Er
ist relativ defensiv eingestellt beim Return. Das ist gar nicht seine Art, weil er noch nicht irgendwo dieses Timing hat. 15 Uhr, 15 Uhr. Und Rios wechselt auch die Ecken gut ab. Es gibt eben vier Ecken für die Aufschlag, für die Tenniskenner. Es ist eben auf beiden Seiten jeweils zwei. Und er hat, die meisten Spieler haben zwei Ecken, die sie lieber spielen. Und Rios kann alle vier hervorragend einsetzen. Die dritte Variante ist dann immer noch auf den Körper auf zu schlagen. Körper ja. Zu spielen, ja. Andrew Agassi, so viele Matches gespielt, so viele Turniere, große Turniere gewonnen. Und dann aber kann ihn das immer noch überraschen, dass ein Marcelo Rios eben solche großen Varianten im Aufschlag drauf hat. Ich kann mich erinnern, 1989, mein erstes großes Turnier, war es ja nicht, aber Davis Cup, das war seine Vorbereitung, Agassis Vorbereitung auf das Spiel gegen sie. Und dann wurde ihm von gegenüber, 2 Meter im Feld stehend, wurden ihm Aufschläge serviert. Und er stand ebenfalls im Feld und versuchte, die hart und platziert zurückzubringen. Und das ging dann eine halbe Stunde. Sowas hatte ich davor noch nicht gesehen. Und das hat sich dann ausbezahlt. Und sein Ruf als einer der besten Returnierer in der Branche hat sich ja gefestigt. Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, seine größte Waffe, wenn man im Sport von Waffen reden darf. Er schlägt gut auf, aber er gewinnt die Spiele durch seinen Return und generell sein Spiel von der Grundlinie. Und Rios spielt eigentlich ähnlich. Rios serviert auch, jetzt nicht Weltklasse, sage ich mal, aber er nimmt den Ball sehr früh, returniert gut, bewegt sich gut. Und das sind so die Stärken auch von Rios. Da checken die beiden sich nichts. Zwar spielt der eine links, der andere rechts, aber die Idee des Spiels ist bei beiden identisch. Und das macht das Spiel auch so interessant, weil ja, das ist das Abziehbild des anderen. Ja, der war drauf auf dem Band. Übrigens die Linien leicht aufgespritzt und manchmal verändert sich das Ballverhalten dann etwas. Nicht wesentlich, aber doch manchmal so, dass man den Ball nicht optimal trifft. Er sieht bei diesem Schlag Tempo rausgenommen und wollte Rios aus dem Feld treiben mit sehr viel Topspin, aber 1 Zentimeter nehmen. Rios hat sehr wache Augen gerade. Ich glaube, er ist ready for the kill, sagt man bei uns. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Mitten im Ballwechsel sagt Marcelo Rios, come on, will die Hand heben, weiß, dass er nicht auf Sand spielt und auch keine Abdrücke kontrolliert werden können. Und ich vermute jetzt, dass Andrew Agassi sich bei Andreas Egli darüber beschwert, dass der andere da drüben anfängt zu reden während des Spiels. That's exactly what he's saying. Das ist genau, was er sagt. The noise between the points. Und eigentlich hatte da einen Grund, weil man darf ja nur nie anfangen zu reden im Ballwechsel. Ne? Einer, der immer geredet hat, war Brad Gilbert, der Trainer von Andre Agassi. Damals gab es auch noch andere Regeln, da konnte man noch sehr viel mehr auf dem Platz machen als heutzutage. Und Bradley hat sehr viel Wortschatz inne. Ready for the kill, so ganz martialisch möchte ich das auch nicht übersetzen, aber er wartet auf die Chancen und jetzt hat er sie.
Marcelo Rios. Zwei Satzbälle. In diesem Achterbahnspiel. Jetzt haben wir sehr risikoreich gespielt, aber wenn er jetzt anfängt, passiv zu spielen, dann verliert das eh. Insofern war das die richtige Taktik, hat auch den Punkt gewonnen. Wieder, drückt aufs Tempo und macht den Punkt. Das hat auch gestern die Zuschauer begeistert, als er sich 4 Matchbällen entgegenstemmte gegen Karol Kučera. Das müssen sich vielleicht auch die anderen Tennisspieler mal merken, die vielleicht zu Hause sitzen, dass unter Druck oder in einem Krisenmoment ist Angriff die beste Verteidigung. Vorteil Agassi. Und alle wirklich guten Tennisspieler unter Druck schieben sie den Ball nach vorne und wollen und drängen die auf die Entscheidung. Auch jetzt Agassi. In diesem Falle. Die Gegenfrage, die ich mir dann oft stelle, ist, warum haben die das nicht früher getan? Wären sie nicht in diese missliche Situation gekommen? In einem perfekten Match machen sie das auch nicht, da haben sie recht. Aber es sind leider auch Menschen, die ihre Krisen haben. Und jetzt hat eigentlich 4 hervorragende Punkte gemacht und gleich zu 5 beide aus, weil er Druck erhöht hat. Muss jetzt auch auf die Psyche von Rios drücken. Das ist das Phänomen, das man häufig sieht und das wir kaum erklären können. Wir Reporter, Sie sicherlich besser. Verpasste Breakchancen und dann gibt man im nächsten Spiel seinen Aufschlag ab. Ja, man grübelt ja logischerweise noch auf die verpatzten Chancen, die vergebenen Chancen. Und man ist nicht ganz bei der Sache. Die Konzentration schweift irgendwo im Raum. Und schwupp steht es 0:30. Rios bleibt aber cool. Spielt Dramel den Aufschlag hervorragend. 40:0. Spiel Rios. Rios führt 6:5. Das war dann das 8. Ass. 6:5. Schon jetzt, glaube ich, ein Finale, das man sich merken sollte in der Tradition des Compact Grand Slam Cups. Gibt natürlich viele Diskussionen um dieses Turnier, keine Frage. Aber wenn man Bill Dennis gesprochen hat heute Morgen, der sagte, wir versuchen natürlich auch die Aufmerksamkeit vom Geld wegzunehmen, was sehr sinnvoll wäre, und stattdessen Punkte entgegenzusetzen, die man sich auf der Weltrangliste dadurch erarbeitet. Das setzt aber die Bereitschaft der ATP voraus, dass man aus diesem Turnier auch ein Punkteturnier macht? Ja, wissen Sie, gibt es nicht über jedes Turnier viele Diskussionen. Ich meine, Wimbledon reden Sie immer von einem Dach, US Open vom Lärm, das haben Sie jetzt abgestellt irgendwo. In Australien ist es zu heiß. Es gibt überall immer Diskussionspunkte und das macht das Ganze auch interessant, glaube ich. Sicherlich sprach einen Punkt damit, denn mit den ATP-Punkten, die man hier vergeben könnte, aber zu was müsste man dann noch in Hannover spielen als ATP-Jahresendturnier, weil irgendwo dieses Turnier ja schon das Jahresendturnier dann wäre. Und insofern macht das die ATP natürlich logischerweise nicht. Ideal ist es natürlich auf keinen Fall. Es ist eigentlich nur Platz für ein Jahresendturnier, wo die besten 8 teilnehmen und nicht 2. Machen wir uns nichts vor. Thank you.
30-0. Wir Deutschen werden auch verwöhnt. Das nimmt man jetzt auch allzu gerne als Normalität, dass wir eben Hannover haben in zwei Monaten. Dann haben wir hier München, kommt bei Grand Slam Cup Finale und auch diverse andere Tennishöhepunkte. Und ich hoffe, dass da noch einige Zeit so bleibt. Ich kann mich noch an die 80er Jahre erinnern, wo wir nur noch roten Baum hatten wir gerade mal und dann war Schluss mit internationalen Tennis. Und, ja, wir sollten dieses Kind hegen und pflegen und nicht zu stark kritisieren. Weil wer weiß, vielleicht ab im Jahr 2000 haben wir gar nichts mehr. Bei den Damen, wann war denn schon mal diese Spielerin, die jetzt hier an diesem Start, die im Turnier mitgespielt haben, überhaupt mal in Deutschland? Ne? Das ist auch ein großer Gewinn für dieses Turnier, finde ich. Und auch für Tennis in Deutschland, wenn man die Besten hier hat. Eine Frau fühlt sich erkannt und ertappt. Agassi ist noch ein Punkt vom Tiebreak weg. Wenn man jetzt mal auf die Punktestatistik schaut, Agassi hat bis jetzt 87 gewonnene Punkte und Rios 85. Also man merkt, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Keiner schenkt dem anderen irgendwas. So, genau. Eben wollte ich sagen, jetzt geht's in den Tiebreak. Wir haben das schon gut vorausgesagt, Anfang des Satzes. Also muss ich entlassen. Das ist wie die Nummer mit den Kartoffeln und denen, die sie ernten. Und die finden dann immer auch gleich die dicksten. Anfängerglück. 1-0, Rios. Hat nicht durchgezogen, Agassi. Hat etwas gewartet, etwas den Ball geschoben. Das ist nicht sein Spiel. Und Rios macht das Gegenteil beim Return. Wieder. Oh. Einen Punkt muss er noch gewinnen, André, damit er noch den Hauch einer Chance hat in diesem Tiebreak. 4-1 geht dann schon wieder. Zwei Aufschläge danach. Rios spielt sehr genau im Moment. Da kam Agassi ganz gut zurück aus dem Punkt. Applaus geht an Andre Agassi. Jetzt schwierig. Seitenwechsel. Marcelo Rios lässt sich Zeit. Ja.
zu wenig erste Aufschläge im Moment bei Agassi und den zweiten. Kann er nicht so setzen, wie er es möchte, nämlich ins Netz bei diesem Ball. Fünf Satzbälle für Marcelo Rios. Wer hätte das gedacht? Das Tempo noch mal erhöht, aber da erhöht sich dann eben auch ein bisschen die Fehlerquote und Andre Agassi liegt zurück in diesem Finale. Charlie Steeb und Rudi Zerne, bitte. Ja, Charlie, vor einer guten Stunde haben wir hier gesessen und gedacht, die Sache ist in 5 Minuten gelaufen, weil er nur wirklich starke Rückenschmerzen hatte. Der Physiotherapeut muss einen ganz fantastischen Job gemacht haben. Ja, das ist ein Wunderheiler anscheinend. Ich glaube, auch wenn Agassi früh geprägt hätte im dritten Satz, hätte Rios aufgegeben. Aber man muss auch sagen, er blufft wahrscheinlich ein bisschen und er ist jetzt warm. Der Rücken scheint besser geworden zu sein und das größte Problem von Agassi war das, dass er das Match einfach nicht kontrolliert. Er bestimmt nicht, was gespielt wird. Rios zieht das Tempo an, geht weg vom Tempo, geht manchmal vor, bleibt zurück. Und Agassi reagiert eigentlich nur und das ist nicht seine Art. Man kann also nicht, wenn wir jetzt auf die Statistik schauen wollen, unbedingt sagen, dass ein Rios im Vollbesitz seiner Kräfte kurz einen Protest mit Agassi gemacht hätte. Das kann man nicht sagen. Das verändert komplett eigentlich das Bild. Das ist ein ganz anderes Match. Und jetzt sieht man hier ganz deutlich Rios mit 56 direkten Punkten im Vergleich zu Agassi mit 26 direkten Punkten. Und das ist natürlich eine klare Aussage über das Matchverlauf. Und das tut Agassi natürlich jetzt weh, denn er weiß ganz genau, wenn er im dritten einen Break gemacht hätte, wäre wahrscheinlich das Match seins gewesen. Und jetzt muss er nochmal anziehen. Und ich bin gespannt, wie das jetzt weiter verläuft. Denn so langsam machen sich die Kräfte bemerkbar. Und Agassi merkt das Match vom Tag vorher. Dankeschön. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Danke. Hervorragende Analyse hier von Charlie Steeb und Rudi Zerne. Muss ihn schon lassen. Ja, das verstehen Sie schon, ne? Ja, das zelebrieren wir auch schon seit 2 Jahren, zumindest mit Charlie. Und ich denke, dass die davon profitieren sollten, das auch tun. Das sind die Zuschauer zu Hause. Charlie, ich packe das eben genau an. Eigentlich ist Agassi diejenige, die meisten Winner spielt und nicht die Gegner von ihm. Ja, das zeigt deutlich, wo sein Manko liegt. Und das muss er jetzt auch in dem Match ändern, weil wenn Rios derjenige ist, der Druck macht, der das Spiel bestimmt, dann wird es extrem schwierig für Agassi, hier das nochmal rumzureißen. Ob bei seinen Aufschlagspielen Serve and Volley das Rezept ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber es einzustreuen macht sicherlich Sinn. Exakt, er muss ja mal was verändern, er kann nicht genauso weiterspielen wie der ersten 3 Sätze auch. 40 Minuten, vor dir. Und nach wie vor eben Rios, wenn er ins Hintertreffen kommt, hier im vierten Satz mit dem Rücken, wird das eher schlimmer, also es könnte noch ein Spektakel werden. 40, 40. Nach einer Stunde und 42 Minuten führt also Marcelo Rios 2-1 Sätze. Agassi eröffnet den Satz mit einem Aufschlaggewinn. War jetzt, glaube ich, im Verlauf dieses Aufschlagspiels öfter am Netz als in den 3 Sätzen davor. Und wir gucken mal auf den Dienstag. Eine beispiellose Karriere geht zu Ende. Das darf einfach nicht sein. Abschiedsspiel für Andreas Brehme. Das darf einfach nicht sein.
Die weltbesten Fußballer geben ihm die Ehre. Das darf einfach nicht sein. Abschiedsspiel für Andi Brehme. Kaiserslautern gegen die Weltauswahl. ZDF Sport Extra. Am Dienstag, den 6. Oktober ab 20.15 Uhr. Live. Andi Brehme übrigens wird sich auch in München niederlassen. Das spricht sich ja unter Sportstars rum. Wissen Sie schon wo? Geschmack hat der Mann aber. Nein, ich nehme an in Grünwald, weil da wohnen einige Freunde von ihm und Kollegen aus früherer Zeit. Der Haarreif von Marcelo Rios. Mich würde das stören, wenn ich sowas zum Spielen anhaben müsste. Sie haben, glaube ich, auch nicht so oft gerne Kappen getragen. Also sie mussten es bei Sonne, Australian Open, US Open, aber das haben wir selten gesehen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwas am Kopf habe. Und mich wird das dann auch ungeheuerlich stören. Ein Haarband und ein Haarzopf und dann kommen sie mir in die Augen und ich würde sie sofort alles abschneiden. Ich rede jetzt von Haaren. Aber nichts anderes erwartet oder nichts anderes interpretiert. 30-50. Er ist ja auch ein Stück Image. Bei Rios passt, bei Rafter passt es, glaube ich, sehr gut. Ich hoffe, die Jungs haben mehr als lange Haare trotzdem, ne? Ich denke schon. Agassi drückt aufs Tempo gerade. Jetzt etwas die Taktik auch verändert. Vielleicht sprach er mit Brad Gilbert im Seitenwechsel irgendwann mal. Vielleicht haben sie eine Geheimsprache. Spielt aggressiver. Verständigung kann ja nur durch Zeichen erfolgen. Ich denke, das war gerade keins, was wir da gesehen haben. Das war ein leichter Fehler, das weiß Bradley auch. Und ärgert sich natürlich. Rios hat starke Schmerzen anscheinend. Er ist nicht mehr der gleiche wie im dritten Satz, aber wir dachten bei 3-2 im ersten Satz, dass das Match vorbei ist. Und doch sollte man daraus nicht interpretieren, dass er Theater macht. Ich glaube, das tut er ganz sicher nicht. Ich glaube, er macht das nicht bewusst. Es ist einfach logisch, dass wenn man führt, natürlich ja, die Schmerzen weniger spürt. Aber ich glaube, er hat Beschwerden. Und dieses Jahr zeigt eigentlich, dass er ein fairer Sportsmann ist. Er spielt und sagt dann auch nicht viel auf dem Platz. Also er scheint wirklich was zu haben. Dehnt und stretcht sich immer mal wieder zwischendurch, aber das muss jetzt nicht unbedingt mit den muskulären Problemen zu tun haben. Das machen viele Spieler, gerade auf dem etwas härteren Belag. Dieser Volley, den Andrew Agassi populär gemacht hat, geschwungen. In der Tennisschule wird man sowas nicht beibringen. 30, 30. Der Grund auch, weil die Bälle auch wieder höher abspringen als ein normal geschlagener mit leichtem Unterschnitt versehen. Ja, ist auch viel schwerer, viel risikoreicher. Rios geht's nicht gut, aber er spielt, glaube ich, jetzt noch 25 Minuten. Und entweder hat er jetzt den vierten Satz gewonnen und das Match, oder der fünfte wird extrem kurz werden. Das merken wiederum beide Spieler. Insofern
Ja, die Psychologie ist sehr interessant jetzt. Ergesi scheint aber wieder frischen Wind bekommen zu haben. Ich glaube, der sucht auch sein Heil im... Oder hat er eh nichts anderes zu erwarten. Er sucht sein Heil im fünften Satz. Und da weiß er, dass die Chancen relativ groß sind, dieses Match noch zu seinen Gunsten zu entscheiden. So, und jetzt wird wieder behandelt. Allerdings nur innerhalb der Seiten, innerhalb des Seitenwechsels. 90 Sekunden. Von Aufschlag zu Aufschlag. Und jetzt hat der Physiotherapeut irgendeine Salbe, soweit ich das erkannt habe. Ich nehme an, etwas Trauma-ähnliches, Finalgon oder sowas, das sind diese Mördersalben, wo man danach nicht mehr duschen sollte, weil die extrem heiß werden. Ja, wenn man das Zeug dann an den Fingern hat, ist es sowieso sehr unangenehm. Das soll ja auch an anderer Stelle helfen. Aber Marcelo Rios ist gewillt, das hier durchzustehen, und das finde ich sehr schön. Er sieht ja auch seine Siegchance dabei. Ja, es gab auch mal Gerüchte von wegen, er wäre unbeliebt oder nicht nett zu den Balkinern und Fans. Das waren alles meines Wissens Geschichten und Gerüchte. Er ist ein ganz normaler Jugendlicher, der natürlich auch seine Ups und Downs hat, aber er ist in Ordnung. Und die lieben Medien versuchen natürlich immer irgendetwas zu kreieren, womit sie natürlich auch dann die Schlagzeilen am nächsten Tag oder in den nächsten Wochen besser verkaufen können. Ich würde es jetzt nicht unbedingt nur auf die Medien schieben. Er ist sehr schwierig im Umgang. Das haben wir alle schon selbst erlebt. Und wir sind nun im Umgang mit den Tennisspielern sowieso sehr sensibel geworden, weil das sehr sensible Menschen sind, wie andere Menschen vielleicht auch. Aber bei Tennisspielern hat man den Eindruck, sie sind besonders mit Vorsicht zu genießen. Ja, Tennisspieler sind Einzelkämpfer. Wir haben eben keinen Torwart oder keinen linken Verteidiger, der uns hilft auf dem Platz. Er muss alles nur entscheiden, was er in dieser Situation tut. Deswegen glaubt er erstmal nur sich und sich allein, was der richtige Weg ist. Und jeder Außenstehende möchte natürlich einen Teil von ihm auch bekommen. Und diesen vertraut er nicht. Und das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Und wenn wir jetzt mal die letzten Jahre durchgehen, die ehemaligen Nummer 1, das waren alles schwierige Typen, ne? Und keiner war nun jetzt harmonisch und war abends an der Bar und hat mit allen Kollegen und Journalisten Bier getrunken. Also das spricht irgendwo schon für die Sache selber. Man hat sein Reich, das muss man verteidigen, seine Privatsphäre. Und das macht auch Marcelo Rios zu Recht, meine ich. Ich denke aber, dass das Handling mit den Medien diplomatischer sein könnte, was ihm zugute käme. Ja, aber nicht unbedingt ehrlicher. Ich finde das eigentlich eine Qualität. Er lügt sich nichts vor und den anderen auch nichts. Und sicherlich, er wird auch mal 7,28 und dann sieht er alles wieder etwas entspannt. Aber jetzt ist er so, wie er ist. Er ist pur, er ist roh. Und ich finde das absolut eine Qualität. Ich hätte gern mehr von solchen Typen in der Tennisszene. Es wird allen gut tun. Immer die gleiche Taktik. Aufschlag Fleiß raus, Ergesi ist aus dem Feld und Longline ist frei. Ergesi macht das Gleiche. Scheint mir etwas langsamer zu werden, Agassi. Er ist nicht mehr ganz so nah an der Grundlinie. Etwas zu weit vom Ball weg bei den Grundlinienduellen. Stöhnen wird lauter. Oh. 15 Ball.
15. Spät getroffen. Sorry, 192 Kilometer pro Stunde. Aber wichtiger, gut platziert und wenig Kraft dabei verloren. Es bewegt sich jetzt eigentlich wieder gut. Er ist sehr schwer zu deuten, ja. Zwei Spiele lang kann er sich kaum rühren und jetzt macht er die lange Runde in die Duelle mit. Vielleicht wirkt die Salbe. Das sind die Returns, die ich angesprochen habe. Den Ball im Aufsteigen nehmen. Dem Gegner gar nicht mehr die Chance zu lassen, 30, zu reagieren. Und das haben wir gestern schon mal gesehen, ein wichtiger Punkt, und den demonstriert er, indem er zum Seitenwechsel joggt, während Marcelo Rios sich wieder auffallend viel Zeit lässt. Hier sehen wir es nochmal. Für einen Clubspieler zu Hause manchmal nicht so ganz zu begreifen, dass einer sich so lange von der Grundlinie Zeit nimmt, mit so viel Druck und mit so viel Härte spielen muss, um seine Punkte zu machen, anstatt vielleicht die Chance zu suchen, irgendwann mal überraschend nach vorne zu gehen. Aber das ist eben nicht sein Spiel. Ja, er ist damit groß geworden. Er ist jetzt, er wird auch mal einen Servenvolle einstreuen, aber das ist nicht sein Spiel. Er fühlt sich nicht wohl. Und gerade jetzt in der Krisensituation, die wir so heute haben, geht er eigentlich zu diesem Spiel zurück, was er beherrscht, wo er nicht überlegen muss. Und ja, ich glaube, das machen auch die Clubspieler jetzt im Teilbereich des dritten Satzes. Wird halt dann Rückhand Slice gespielt und nicht mehr Topspin oder die Vorhand etwas höher über das Netz. Und ähnlich ergeht es uns auch. Wir gehen zu dem zurück, was uns stark gemacht hat, was uns groß gemacht hat. Und wenn man dann mal hoch führt, gut, dann kann man zaubern und dann spielt man Dinge, die man normalerweise nicht sich traut. Aber jetzt bei 3-2 im dritten, vierten Satz muss man wieder zurückgehen. Marcelo Rios, die Zunge hängt ihm aus dem Hals, direkt vor der Kamera. Die Einstellung davor haben Sie ja gesehen. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hat er mal Pete Sampras bei einem Seitenwechsel nachgeäfft, der auch öfter mal die Zunge draußen hat. Und ich kann mir vorstellen, bald kommt irgendwann ein anderer Junge, der Marcelo Rios nachäfft. So ist das nun mal, wenn aus einem Kleinen dann ein ganz Großer wird. 30, noch 30. Jetzt wird es aber eng. Hat mir eben mit seinem Coach Brad Gilbert gesprochen zu haben. Der sitzt nämlich an diesem Kopfende, wo Agassi sich gerade bewegt. Das ist dann immer die Frage, ist das erlaubt, ist es nicht erlaubt? Ich würde es freigeben. Fußball stehen die Trainer auch an der Seite und brüllen rein. Und müssen ja nicht gerade brüllen, aber sie können ja Tipps geben. Das wird aber in der Branche sehr unterschiedlich gesehen. Das machen sie verhindern kann man es nicht.
Oh oh. 30-40. Breakball Agassi. Wieder der Linkshänderaufschlag zur Seite raus, aber da war doch die Chance da. Ja, das war ein leichter Fehler, das weiß er und er ärgert sich auch deswegen. Vorteil links. Hier wieder. Bewegt sich nicht. Das ist eigentlich sein stärkster Schlag, Rückhand-Return. Das spricht eigentlich gegen seine Psyche im Moment. Und dann Ass. Das hat ihm sicherlich jetzt zu denken gegeben, Andrew Agassi. Die Chance war da zum Break. Und dann hat Marcelo Rios wieder... Ich sehe gerade gewonnene Punkte, beide 109. Wir sind jetzt bei 3 bei dem vierten Satz. Das spricht wirklich für die Akteure. Für die Qualität des Spiels, ja. 40-0. Genau 2 Stunden gespielt. Vergleich zum Fußball. Wir haben jetzt schon mehr als 2 Halbzeiten. Mehr als 2 Halbzeiten. Und ohne Sudden Death. Im gesamten dritten Satz und jetzt bis 4-3 im vierten Satz gab es noch keinen Aufschlagverlust überhaupt. Und ja, das spricht eigentlich für das Niveau, für den Standard, dass eben beide, obwohl sie so gute Return-Spieler sind, sehr konzentriert zu Werke gehen, weil noch jeder Satz entscheidend sein kann. Rios einerseits ist derjenige, der eine Verletzung hat, der eigentlich das, die Punkte so früh wie möglich beenden möchte. Agassi hatte gestern einen 3,5 Stunden Marathon und ist wahrscheinlich auch nicht der fitteste im Moment. Deswegen schenken sie sich gar nichts mehr, weil jeder eigentlich das frühe Ende sucht. Und dann kommen große Spiele zustande. Und jetzt die letzten 1,5 Stunden waren wirklich auf höchstem Niveau und ich als ehemaliger habe hier großen Spaß zuzuschauen.
war wieder der Kurvenball. Diesmal ein bisschen zu lang geraten. Im Golf würde man sagen, er spielte einen Draw. Ich glaube auch Rios ist ein guter Golfspieler, was ich mir sagen lassen. Agassi ist bei mittlerweile 3 Handicap. Uiuiui. Also der trifft die Kugel richtig gut. Also der hätte auch noch eine zweite Karriere dann vor sich, wenn es mit dem Tennis dann irgendwann nicht mehr klappen sollte. Ivan Lendl habe ich mir erzählen lassen jetzt in den Tagen, der ist auch einstellig, ist bei 0 mittlerweile. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass er nun 6 Tage die Woche 36 Loch Golf spielt. Und bei den 5 Mädchen zu Hause kann ich das auch irgendwo verstehen, die er da hat. Oh, das ist doch schön. Das war auch jetzt etwas zynisch. Ich vergesse ab und zu, dass wir live sind. Schwere Beine, André, schwere Beine. André sucht auch gerade die letzten Reserven, die noch zur Verfügung stehen. Spiel Rios. Vier Beine vor dem Tor. Wenn man sich die beiden Typen mal anguckt, André Agassi, die Beine waren eigentlich ja, fast schon in Richtung Michael Stich, immer eher dünner als dicker. Da sieht Marcelo Rios schon ein wenig kompakter aus. Aber weniger Gewicht, heißt ja dann auch mehr Mobilität normalerweise. Aber ich glaube, die Frage, ob André Agassi austrainiert ist, die sollten wir nicht stellen, denn ich denke, dass er schon fit hierher gekommen ist. Das könnte auch gar nicht diese Leistungen bringen über die letzten Jahre. Jetzt auch gerade diesen Sommer, er hat jedes Turnier beinahe gespielt, hat glaube ich 2-3 gewonnen. US Open war er 4 in diesem Jahr gewonnen. 4 in diesem Jahr, aber gerade diesen Sommer hat er 2 gewonnen in Folge. Bei 35, 40 Grad im amerikanischen Sommer. Und die beiden, und die sind also wirklich extrem fit. Ein guter Bekannter von Ihnen. Der war auch gestern mit dabei auf der Wiesn. Hat auch schon mitgefeiert. Kein Kind von Traurigkeit. Er ist der Prinz Albert von Monte Carlo. Hohen Besuch diesen Tagen in der Olympiahalle. Das ist gut für das Turnier. Aber noch viel wichtiger ist, dass da im Finale 2 stehen, die sich wirklich nichts schenken.
Andre Agassi geht 5-4 in Führung. Und was macht man jetzt beim Seitenwechsel? Denn er wird sich denken, ich will jetzt das Break haben, ich will nicht nochmal einen Tiebreak. Ich will in den fünften Satz zu viel unter Druck setzen, nicht drüber nachdenken. Was macht man? Er wird natürlich jetzt auch die vergebenen Chancen für etwas nachtrauen, wo er das nicht tun sollte. Beim vorhergehenden Spiel hat er 2 Breakbälle, beim letzten davor auch. Und er wird sich hoffentlich positiv ins Gewissen sprechen und sagen, ja, vielleicht schaffe ich es diesmal zum Breakball, kann ich ja vielleicht wiederkommen. Und damit etwas mehr Genauigkeit. Wichtig war, dass er eben seine Aufschlagspiele danach immer sehr souverän und sehr sicher gewonnen hat. Das spricht eigentlich für sein Selbstvertrauen. Insofern, ich wüsste nicht, an was er es jetzt legen könnte, dass er den vierten Satz nicht gewinnen könnte. Gerade eben noch in der Zeitlupeneinstellung haben wir Thomas Helmer gesehen, der FC Bayern in dieser Woche. Gut vertreten, auch hilfreich vertreten. Wir denken an den Kids-Tag, an den Kindertag am Montag mit Lothar Matthäus und Thomas Strunz. Dann vorgestern Mehmet Scholl, jetzt Thomas Helmer. Also die wissen schon, wo guter Sport geboten ist. Und auf der Gegenseite waren auch diverse Tennisspieler bei dem Mittwochabendspiel gegen Manchester und sind heute Abend bei Borussia da. 15-0, 15-0. Aber das sind schlechte Returns, sage ich. Das ist ohne Mumm, ohne gar nichts. Ein bisschen Action. Oh. Ja, das sind die Schläge, von denen viele Hobbyspieler träumen. Einmal schlagen und dann aufhören. Bei derlei Schläge hat Marcelo Rios dutzendweise im Programm. Jetzt 15, 40, 15. Diesen Angriffsball etwas zu sehr in die Mitte gespielt, quasi 40, 30, genau auf Agassi zu. Und Agassi muss sich nicht mehr viel bewegen, sondern hat seinen Paradeschlag Rückhand Passierball hier ausgepackt. Fünf beide. Wieder steuern sie auf einen Tiebreak zu, wie schon im dritten Satz. Nick Bollettieri, der Nachfolger von Larry Stefanke als Coach bei Marcelo Rios, der ja einige Coaches schon verschlissen hat, unter anderem auch Peter Lundgren, der dann irgendwann aufgegeben hat. Der schwedische Weltklassespieler sagte, Rios braucht einen Psychiater, hat aber sicherlich nicht so ernst gemeint. Brauchen wir den nicht alle ab und zu? Da sage ich uneingeschränkt ja. Eigentlich fehlen im Moment 1-2 Schritte an der Grundlinie. Er spielt ungewöhnlich viel Slice. Er spielt defensiv an der Grundlinie. Das sind eigentlich nicht seine Stärken. Und Rios riecht jetzt auch wiederum den Braten. Die Augen sind etwas konzentrierter als noch vorher. Und wieder ist die Seite gerissen. Jetzt geht der Punkt schnell zu Ende. Rios spielt mit gebrochener Seite, Zuschauer.
Da hat man wenig Chancen. Entweder man geht planlos ans Netz vor oder man versucht, die Bälle tief zu halten. Das gab es ganz am Anfang des ersten Satzes auch schon mal. Da waren 4 Längsseiten durch. Diesmal nur 2. Aber dass man das so genau hört, zeigt eigentlich, wie hoch oder wie hart bespannt die Schläge sind. Ja. Kämpft Agassi, kämpft jetzt. Bleibt der unterm Hallendach hängen? Nein, aber ist aus. 30 beide. Schwierige Phase jetzt für Andre Agassi. Hier ist es nicht mehr weit weg vom Matchgewinn. Das merken auch die Zuschauer. Heißer zu in der Halle gerade. Der davor war schon knapp. Agassi geht zum Linienrichter und wünscht ihm alles Gute auf seinem Heimweg, glaube ich. Nee. Er sieht das mit Humor. Der Mann aus Las Vegas macht seiner Stadt alle Ehre. Schwer aus dieser Einstellung zu sehen, aber ich denke, wenn man es von der Rückwärtigen gesehen hätte, hätte man erkannt, dass er aus war. Und ich habe schon mal gesagt, wenn es die Linienrichter besser hier oben sehen würden, wären sie alle hier oben und nicht da unten am Platz. Ja, aus. Gerade zur rechten Zeit, ein Ass. Agassi 6-5, Andre Agassi. Und Martin Wolf wird jetzt mal Thomas Helmer befragen, was er von diesem Spiel hält. Ja, ein Verletzter. Thomas Helmer, ist das der Vorteil einer Verletzung, dass man vor einem Bayern-Spiel auch mal Tennis schauen kann? Naja, so ein toller Vorteil ist es sicherlich nicht. Aber es lässt sich nicht ändern und dann verbindet man das. Das ist ein reiner Sporttag für mich heute. Habe im Training angefangen und ein bisschen Tennis und nachher hoffentlich ein gutes Spiel. Selbst ab und zu mal mit dem Racket beschäftigt? Ja, zuletzt im Urlaub, aber sonst sehr selten. Ein bisschen Probleme im Rücken immer, auch die Gelenke, man sieht, dass sie werden wahnsinnig beansprucht. Also ich achte fast mehr auf die Füße als auf das Spiel. Wer gefällt Ihnen besser? Haben Sie einen Favoriten? Nein, ich bin relativ neutral, aber es macht Spaß, beiden zuzuschauen, weil sie auch ein bisschen, was einfach gute Typen sind, ein bisschen Spaß war, mit reinbringen, auch so ein paar Ausbrüche mal oder so. Ist nicht so bierernst, finde ich ganz schön. Prima, vielen Dank. Viel Spaß noch weiter. Das ist nochmal die Szene, als Andre Agassi sich beim Linienrichter nicht beschwert, aber ihn anguckt, als sei der von einem anderen Stern und dann aber froh ist, dass er den Ball tatsächlich ausgegeben hat. Aber der davor, der war auch schon ganz knapp dahinter. Seine sympathische Art, mit menschlichen Fehlern umzugehen. Und der macht das ja nicht absichtlich. Eine Frage wollte ich noch stellen. Wer ist bei einigen bin ich mir nicht ganz sicher. Wer ist denn der beste Tennisspieler vom FC Bayern? Also die paar schwingen ja, glaube ich, den Schläger. Gibt es einen, der das richtig gut macht? Ja, ich spielte am Montag mit Lothar Matthäus und Thomas Strunz. Und die konnten das wirklich ganz gut. Ich glaube, Thomas Helmer auch, wer nun der Beste ist, müsste man... Wow, ich höre mal auf zu reden, schon mal mit dem Tennis zu, weil das war ein Ballwechsel par excellence. Ist aber ausgegeben worden, so wie ich das an der Reaktion von Marcelo Rias ablese.
0:15, Love 15. Schauen wir mal genau hin. Ja, ja. War knapp aus. Agassi ausgerutscht. Und der ist auch aus. Rios schien eben auch ausgerutscht zu sein. Also wir werden jetzt nicht den Schuhfabrikanten hier ins böse Licht stellen, aber beide haben wir noch den gleichen. Kommt dran, kommt der Passierschlag, dann ist es Satzball. 0:40. Und das tut ihm auch mal ganz gut, dieser aufmunternde Applaus. Und er quittiert es mit einem Ass. Das reicht nicht mehr. So, wir reiben uns hier die Hände. Es geht im fünften Satz. Hier war wieder der Rückhand-Return. Eigentlich seine Stärke. An diesem Satz noch wenig eingesetzt, aber er kommt zur rechten Zeit. Bradley Gilbert lacht sich etwas ins Fäustchen gerade. Oft zitiert worden, wenn man so sieht. Ich denke immer an das Buch, das er da geschrieben hat, Winning Ugly. Gewinnen auf die unanständige Weise, ja, würde ich es mal übersetzen. 15:15 Für Rios eine prekäre Situation, weil er doch wirklich sehr nah dran war im vierten Satz. Das Match zu gewinnen. Jetzt ist am fünften, der Rücken wird wieder etwas mehr wehtun. Und Agassi, ja, hat die Kunst der Zuschauer auch im Rücken. Gerade in den letzten Punkten hat man das gesehen. Und ich glaube, das, was ihm gefehlt hat, um noch das letzte bisschen Kraft zu mobilisieren, war dieses Erfolgserlebnis des vierten Satzes. Ja. Andre Agassi spielt jetzt den 10. Satz innerhalb von 24 Stunden. Wenn noch einer jemals mit der These käme, er wäre nicht fit. Ich glaube, bei diesem Wochenende widerlegt er sie alle. Ja, seit gestern sind es jetzt 6 Stunden und 22. Also gestern fast 4 Stunden, jetzt 2:22 dazu. Ja. 1:0 im 5. Satz. Ganz kurz noch, wer gewinnt den 5.? Agassi hat die Nase vorne, ich sage aber Rios, wobei ich mir lieber wünschen würde, Agassi, er hat wirklich sich von seiner sympathischen Seite gezeigt am Dienstagabend auf der Wiesn. Nur ich weiß auch nicht, ich habe das irgendwo in den Fingerspitzen, dass Rios heute gewinnt. Weitere Schlagzeilen aus Mainz. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Auf einem kleinen Parteitag ziehen die Grünen heute eine erste Zwischenbilanz der Koalitionsverhandlungen mit der SPD.
Die Handlungsspielräume einer rot-grünen Regierung seien nicht groß, warnte Vorstandssprecher Trittin. Inzwischen gilt als immer wahrscheinlicher, dass Fraktionschef Fischer neuer Außenminister wird. Er begleitet den künftigen Kanzler Schröder Ende der Woche auf dessen USA-Reise. Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit will die SPD einen neuen Generationspakt vereinbaren. Ältere Menschen sollen früher aus dem Arbeitsleben ausscheiden können, um Jüngeren Platz zu machen, kündigte der designierte Arbeitsminister Riester im ZDF an. Die 7 führenden Industrieländer G7 wollen jetzt gemeinsam gegen die weltweite Finanzkrise vorgehen. Vor allem der Internationale Währungsfonds soll gestärkt werden. Russland hat die NATO noch einmal eindringlich vor einem Militärschlag im Kosovo-Konflikt gewarnt. Dies könne zu internationalen Spannungen führen. Letzte Station der Kroatien-Reise von Papst Johannes Paul II. Hunderttausende empfingen ihn in der Hafenstadt Split. Und hier noch das Wetter von morgen. Meist bedeckt, in der Mitte und im Süden zeitweise Regen, 7 bis 14 Grad. Und die nächste Heute-Sendung mit ausführlichen Nachrichten um 17 Uhr. Zurück in der Münchner Olympiahalle. 5. Satz. In einem spannenden, teilweise mitreißenden Spiel zwischen Andre Agassi und Marcelo Rios. Und einem ungewissen Ausgang. Rios, leicht verletzt, hat sich bisher durch dieses Finale gekämpft. Andre Agassi, gestern 4 Stunden gespielt, jetzt steht er schon wieder 2 Stunden 24 auf dem Platz. Und mit uns beobachtet Boris Becker das Geschehen. Und ich glaube, dieses Match mit den ganzen Voraussetzungen, die auf einmal geschaffen wurden, ist keines, das in irgendeinen Rahmen passt. Nein, überhaupt nicht, weil eigentlich von Anfang an, nämlich ab 3-2 des ersten Satzes, als Rios zum ersten Mal über Rückenbeschwerden klagte, ja, ist irgendwo die ganze Taktik über den Haufen geworfen worden. Er kann sich eigentlich gar nicht mehr bewegen, nur wenn der Punkt anfängt, ist er wieselflink. Agassi hatte eigentlich das Steuer sicher in der Hand im ersten Satz und ja, hat dann nicht mehr so aggressiv gespielt, hat Rios einfach spielen lassen und jetzt sind wir bei 1-1 im 5. Satz. Die Herren schenken sich wirklich nicht. Agassi muss das Match von gestern sicherlich noch spüren, diese 4 Stunden, und Rios stretcht sich und dehnt sich nach jedem Ball. Insofern ist das ja gerade interessant, weil irgendwo die Taktik keine Rolle mehr spielt, sondern es ist ja der pure Kampf ums Überleben. Und das macht die ganze Sache so interessant. Und die andere gute Seite daran ist, dass es den beiden aus verschiedenen Gründen nicht mehr um die 1,3 Millionen Dollar Siegprämie geht, sondern es geht hier um Prestige. Es geht um das Gefühl des einen, der wieder zurück will auf die Nummer 1 Position, den anderen, der an Nummer 3 steht, geschlagen zu haben. Und für Marcelo Rios geht es darum zu zeigen, ich bin der Bessere von den beiden, die fast gleich spielen, ähnliche Ansätze haben. Woher sind Sie da ganz sicher, dass Sie diese 1,3 völlig aus dem Kopf verloren haben? Sagen wir es mal so, ich wünsche es mir, weil zu viel darüber geredet wurde. Und ich will mich jetzt nicht über diese Summen auslassen. Ich freue mich, wenn ich ein gutes Tennisspiel sehe, und ich glaube, das tun die Zuschauer auch. Aber es gibt einen Spruch, der meistens zutrifft: Geld verdirbt den Charakter. Aber selbstverständlich lässt man das nicht ganz außer Acht. Wobei, dann hätte ja Agassi schon seit 10 Jahren einen fürchterlichen Charakter. Und nee, hat er nicht. Noch auch seit einem Jahr. Insofern, ich meine, sicherlich kämpfen die Akteure hier um die Krone. Und wie Sie recht sagen, der eine möchte wieder Nummer 1 werden, der andere ist im Moment der Spieler des Jahres. Die Situation ist hauteng an der Weltrangliste. Beide schenken sich nichts. Und ich glaube, das ist hoffentlich der Hauptgrund, weswegen beide eben im 5. Satz immer noch Tennis spielen. Mit einem Surf-Volley-Versuch. Oh.
Also das ist wirklich Return-Anschauungsunterricht. Vier grundverschiedene Damen beobachten dieses Spiel auch. Und Mutti hat es gesehen. Ja, das ist für die Spieler manchmal nicht so einfach. Sie haben das ja auch erlebt, wenn die Reaktionen dann durchs Publikum gehen, gerade wenn einer der Spieler den Ball zum Aufschlag hochwirft und dann in seiner Konzentration kurz gestört wird. Andrew Agassi hat hier gerade innegehalten, aus eben diesem Grund. Ein Stand hier. Sind das profilierte Sohlen oder sind das weiche, glatte Sohlen? Ich glaube profilierte, aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen, ne? Die Verantwortlichen aus Portland, Oregon werden sich bestimmt ihre Gedanken machen. Ja. Knapp dahinter. Tennis sagt man auch ein Elfmeter verhauen. Perfekt gespielt, Boys. Ja, er drückt jetzt wieder. Er hat sich etwas erholt nach der Schlappe vom vierten Satz. Und ist jetzt wieder derjenige, der die Initiative übernimmt. Und Andre muss aufpassen, dass er hier jetzt nicht das erste Break im fünften Satz kassiert. Schade. In dem Moment, wo es langsamer wurde, kam der Fehler. Ja, weil Andre doch dreimal schon glaubte, er macht den Winner. Und Rios kommt jedes Mal mit der besseren Antwort. Und dann macht sich auch bei einem Ballwechsel Frustration breit. Und deswegen dann auch dieser Fehler. Weist Andre Agassi Marcelo Rios ein wenig zurecht, der sich abdreht, weil hinten eine Zuschauerin oder ein Zuschauer aufgestanden war. Und Andre Agassi sagt, hey, komm, weiter geht's. Und die Antwort von Marcelo Rios, nicht nur der Schlag, sondern auch ein Gewaltschrei dahinterher. Erstes Break, fünfter Satz. Und Rudi Zerne und Charlie Steeb sagen uns jetzt, wie es wirklich war. Tja, gebe ich direkt rüber zu Charlie. Marcelo Rios, sein körperlicher Zustand ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Nein, er hat sich erholt. Ich glaube, für ihn wäre es fatal gewesen, wie gesagt, schon im dritten Satz einen Break zu regen. Dann hätte er vielleicht das Match aufgegeben. Aber die sind im Moment im fünften Satz und da zählt nur noch, wie auch schon gesagt wurde, nur noch der Kampf. Punkt für Punkt, Spiel für Spiel rettet sich der Spieler und versucht da irgendwo jetzt die Entscheidung zu finden. Und
Trotzdem, es wird ja viel spekuliert über die Fitness von Andre Agassi. Der hält sich überhaupt nicht zurück, will im Rhythmus drinbleiben. Wir haben das auch gestern mal beobachtet beim Spiel gegen Kutschera, dass er einen Balljung angeblafft hat. Er möge sich bitte beeilen. Wie deutest du das? Er ist ein Spieler, der sehr schnell spielen will. Er will seinen Rhythmus haben, er will den Ball schnell, er will schnell aufschlagen. Und das ist auch sicherlich eine Sache, wo man ihn ein bisschen stören kann oder aus dem Rhythmus bringen kann, indem man ein bisschen bremst, so wie Rios gerade beim Aufschlag ein bisschen langsam gemacht hat. Hat Agassi warten lassen und es stört Agassi, denn er will rangehen, will spielen, will den Punkt schnell gewinnen, will seinen Rhythmus haben. Und Rios wird jetzt natürlich auch alle Register ziehen, um da Agassi aus dem Rhythmus zu bringen. Boris Becker glaubt, Rios gewinnt. Wie ist deine Meinung? Es ist offen. Ja. Ich sitze nach wie vor auf Agassi. Ich denke, er ist jetzt so weit gekommen. Er ist jetzt im fünften Satz und will das jetzt unbedingt für sich entscheiden und hat auch im vierten Satz eben jetzt für sich entscheiden können. Und ich glaube, dass er gewinnt. Danke. Nochmal auf dieses kleine Geplänkel beim letzten Ballwechsel zum Break. Der eine weist den anderen ein bisschen zurecht. Es bekommt jetzt so eine Qualität, dass man, ja, Agassi wollte Rios etwas aus dem Ruder bringen und ihm klar machen, ich bin der Chef auf dem Platz. Ja, aber können Sie sich noch an die 80er Jahre erinnern, an einen Mann namens Connors oder McEnroe? Ich meine, das war damals gang und gäbe und das hat auch, glaube ich, die Massen fasziniert. Ich meine, es ist ein persönliches Duell hier, Mann gegen Mann. Und sicherlich, man versucht fair miteinander umzugehen, aber es geht halt um sehr viel auch. Und ja, wie Charlie eben gesagt hat, mein Rios versucht nun auch Agassi nicht nur mit dem Schläger zu schlagen, sondern auch wieder etwas zu stören. Und das ist alles im Rahmen der Möglichkeiten des Erlaubten. Und es ist okay. Und irgendwo, auch für mich als Zuschauer, macht das die ganze Sache noch etwas interessant. Das ist das Salz in der Suppe. Es gab ja hier an dieser Stelle mal vor 8 Jahren fast eine kleine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen David Wheaton und Bradley Gilbert. Und Ken Farrar, der Supervisor, Oberschiedsrichter, ging gerade noch dazwischen, sonst wäre es möglicherweise mächtig zur Sache gegangen. Soweit muss das ja nicht kulminieren. Nein, man hat ja nur noch ein Netz und man darf nicht auf die andere Seite. Und ich glaube, die haben sich damals genau in der Mitte des Platzes getroffen, wo beide hin durften. Das ist natürlich zu viel des Guten, aber man muss schon etwas emotional engagiert sein hier in dem Match. Und ja, es geht um sehr viel. Breakball für Andre Agassi. Das Beste, was er jetzt machen könnte, sich sofort den verlorenen Aufschlag zurückholen. Dann wäre wieder Charlies These brandaktuell, der Agassi im fünften Satz genommen hat. Jetzt hat Agassi nun auch das Gleiche gemacht. Jetzt hat es ihm zurückgegeben, in vielerlei Hinsicht. Und was macht Rios? Wechselt erstmal den Schläger. Mittlerweile den dritten, den er aufgearbeitet hat. Und ich glaube, das hat er nicht erwartet, dass Rios, dass Andre, ja, auch ihm das ein bisschen zurückzahlt. Ne? Ich meine, er ist schon ein paar Jahre länger am Circuit dabei und hat schon einige interessante Persönlichkeiten auf dem Platz kennengelernt. Insofern, das ist, wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich ab und zu. Na, jetzt wird es ein richtig heißer Kampf. Ne? Die werden sich keinen Millimeter mehr schenken. Zum wiederholten Mal der Return gegen die Laufrichtung. Oh. 15 Ball, 15.
Die Eltern von Patti Schnieder, die nach diesem Herrenfinale auch das Damenfinale gegen Venus Williams bestreiten wird. Oh, große Chance für Andre Agassi und vertan. 15:30. Hat er zu früh den Körper geöffnet und den Arm nicht gelassen, ja. Platz ist auf. Fünfzehn vierzig, wieder zwei Breakbälle für Marcelo Rios. Die Ereignisse überschlagen sie jetzt beinahe. Drei Sätze lang kein Break, jetzt ist das dritte in Folge in Sicht. Große Chance vergeben, aber Marcello bleibt cool. Zeigt dem Gegenüber nun gar nichts. Aber das macht aber auch ein Champion aus, ich meine. Was gehört dazu? Nee. Und da ist es passiert. Das dritte Break. Nacheinander. Und jetzt gucken Sie mal, wo die beiden lang gehen. Andre Agassi innenrum am Schiedsrichterstuhl vorbei. Marcelo Rios ganz außenrum. Zu seinem Stuhl, zu seiner Bank. So nach dem Motto, dich will ich nicht mehr treffen. Es sei denn, wir schütteln uns die Hände und ich habe gewonnen. Ist das zu viel Interpretation bei uns? Ja, vielleicht auch. Ich meine, er hat jetzt Respekt bekommen für Agassi, aber er hat jetzt auch wieder einen Break vor und er ist im Moment auf der Gewinnerstraße und möchte nicht unnütz noch hier konfrontiert werden mit Agassi. Ja, erstmal wieder richtig setzen. Sie haben es angesprochen, die Stärke ist sicherlich auch, dass er ganz ruhig bleibt während des Matches. Es gibt eigentlich, oder es gab eigentlich in der Vergangenheit wenig Spieler, die sich so gut unter Kontrolle hatten. Da fällt einem immer wieder Björn Borg ein. Ja, man unter... Allen Mona-Lisa-Fans gut bekannt, mittlerweile Moderatorin des Streitgesprächs, Frau von Welser. Ja, man... Man, hier ist der Blick auf Agassi nochmal schön zu sehen. Ja, man vermutet nur oft auch bei Rios, dass er, weil er dann keine Emotionen zeigt und irgendwo ja, immer ruhig bleibt, egal wie es steht, dass er oft auch das Spiel nun nicht jetzt ganz seriös nimmt und tankt. Aber das Gegenteil ist der Fall, glaube ich, sonst wäre er nicht auf dem ranglichsten Platz, wo er jetzt steht. Es ist nur eine Stärke eben. Sampras kann das perfekt Schauspielern und überhaupt gar nichts zu zeigen. Und der Gegner wird dann auch verrückt. Ne? Egal wie es steht, man verzieht keine Miene. Aber Agassi hat eben die Antwort mit dieser Rückhand gegeben. Und das ist die andere Seite. Agassi durchlebt seine Schläge, durchlebt seine Fehler, reagiert darauf. Im Gesicht kann man viel mehr ablesen als in Rios Gesicht. Ihm fehlen ein paar Schritte jetzt an der Grundlinie. Er ist immer einen Schritt oder zwei zu spät. Und Rios hat sich schon lange nicht mehr wegen seinem Rückenleiden gemeldet, oder? Nichts gesehen. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, nee. Auch beim Seitenwechsel nicht. Das muss ja eine ganz hervorragende Salbe gewesen sein.
Ich glaube, nach unserem Kommentar hier werde ich gleich mal runtergehen und meinen Rücken leiden. Meinen Rücken leiden helfen lassen. Es drückt Rios, aber wie? Hier ist der Wunderheiler, Alexander Stober, und auch aus Bayern, Franke, Physiotherapeut der ATP-Tour, hatte auch schon das Vergnügen, behandelt zu werden. Nebendran. Neben die Linie. Und so ein Tanz auf dem Netz, das sieht man selten. Einmal aufgesprungen, nochmal aufgesprungen, auf der Kante und dann neben runtergefallen. 4-2, Marcelo Rios. 1, 2, 3. Aber klar daneben. Gibt's nichts. So, Andrew, jetzt brauchst du eine passende Antwort. Das fängt schon mal gut an. Er muss jetzt dieses Spiel klar gewinnen. Und mit richtig viel Selbstvertrauen an den Wechsel kommen, dass er noch eine Chance bekommt hier. Ich hatte schon meine größten Befürchtungen bei dem Halbvolley. Ganz nah am Netz gestanden. Für ihn eigentlich ein leichter Schlag, für Normalsterbliche ein hoher Rückhand ist mit der schwierigste. Ist die Gefahr für Andrew Agassi jetzt da, dass er übersteuert, dass er zu viel, ja, zu schnell will? Ja, das war eigentlich ein Fehler, den er vorher nicht gemacht hat, weil er es auch gar nicht riskiert hat, nicht nötig hätte. Nur er versucht dann auch Kraft zu sparen und versucht eben schnell sich wieder an den Wechsel hinsetzen zu können. Rios verteidigt hervorragend. Oh, den hat Andrew Agassi ausgesehen und entsprechend seine Reaktion darauf geht jetzt zu Andreas Egli, dem Stuhlschiedsrichter. Der lässt sich überhaupt nicht erweichen. Also aus dieser Perspektive, er hat doch die Linie berührt. Da bin ich nur froh, dass ich kein Linienschiedsrichter bin, weil das ist eine extrem schwierige Entscheidung. Und natürlich Agassi spürt den 4-2 Rückstand im fünften Satz und hofft umso mehr, dass der Ball ausweichen. Jetzt
Souverän, der letzte Punkt von Andre Agassi. Und wir hoffen, dass das die richtige Antwort war, um diesen letzten Satz nochmal auszugleichen. Am kommenden Dienstag wird er das letzte Mal seine Fußballschuhe schnüren. Ein Weltmeister nimmt Abschied und Stars aus aller Welt geben sich die Ehre. Nationalspieler von damals und von heute. Früher gegeneinander, jetzt miteinander. Stars wie Hullit, Gascoigne, Zamorano und Barisi. Eine Weltauswahl, dirigiert von Franz Beckenbauer und Giovanni Trapattoni, gegen Andy Brehme und seinen ersten FC Kaiserslautern. Yo, where'd everybody go? Zurück in die Olympiahalle. Und wir sind im fünften Satz. Marcelo Rios führt ein Break vor, 4-3. Und viele Chancen bleiben Andre Agassi nicht mehr, diesen Satz noch mal rumzudrehen. Jetzt zählt auch wirklich jeder Punkt, weil man ist so knapp vom Ende jetzt für beide Akteure. Und jeder leichte Fehler oder jeder ja, verschenkte Punkt zählt doppelt im Moment. Das sprach auch schon Charlie an Anfang des fünften Satzes, also jeder Spiel nur noch um Punkt denkt und gar nicht mehr jetzt an den Satz oder was passiert vielleicht morgen, sondern jetzt nur der erste Punkt dieses achten Spiels. So gehen sie auch mit dem Ball um. Und so ein 0-15 ist viel bedeutender jetzt wie natürlich im ersten Satz. Das ist vielleicht diese Chance, die er braucht, um nochmal zurückzubreaken. Gestern hatte Andre Agassi einen ähnlichen Ball gegen Karol Kučera, den er von außen dann 15. Longline gespielt hat und mit einem entsprechenden Stoßseufzer begleitet hat, genau wie hier. Diesmal aber cross und leider aus. Das war ein knapper Call. Rios zuckt mit keiner Wimper. 30, Beine, Agassi, Beine lassen nach. Er geht nicht mehr in die Knie. Die Zuschauer wollen aber noch mehr. Sie sind noch nicht zufrieden heute. So, vielleicht der erste nervöse Fehler, das passiert nun jetzt auch, dass man ja nicht mehr ganz sicher ist, auch dieses Match zu gewinnen. Und erster Abschlag für Service. Nick schaut auch etwas angespannt, ja, würde ich sagen. Etwas grüblerisch. Das könnte man gar nicht vernehmen. 40-30, 40-30.
Das ganze Feld war offen. Die Idee war richtig, aber hat den zweiten Aufschlag attackiert, ist ans Netz danach, aber ist stehen geblieben am Netz. Anstatt auch da durchzulaufen, nur. Hätte einen Punkt gemacht, würde man sagen, Weltklasse, nervenstark. Richtig. Nach dem Motto, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber einmal muss Rios seinen Aufschlag noch durchbringen, um hier als Sieger festzustehen. Andre ist hier gefährdet. Rios hat jetzt die Chance, dieses Match zu gewinnen. Und jetzt wird er etwas aggressiver spielen. Andre kommt nicht mehr ganz so hoch beim Aufschlag. Wieder. Marcello drückt da jetzt gewaltig. Er spielt sehr riskant, aber doch zielsicher. Und sucht sein Glück eben in der Initiative, im Angriff. Und hofft nicht auf Fehler von Agassi, sondern will das Match mit einem Winner beenden. Das ist die beste Ausgangslage. Drei Matchbälle für Marcello Rios. Knapp 3 Stunden sind gespielt, 2 Stunden 54 im Gesamtzeit. Das einfach auch nochmal als Beleg dafür, dass dieser Mann in den letzten 26 Stunden, fast 7 Stunden auf dem Tennisplatz gestanden ist. Und trotzdem ein gutes Finale, ein sehr gutes Finale geboten hat bislang. Zweiter Aufschlag. Ich habe es fast geahnt, dass er viel riskieren würde. Marcello Rios ist der Nachfolger von Pete Sampras. 6:4, 2:6, 7:6, 5:7 und 6:3 verdientermaßen. Und ganz besonders herauszuheben ist, glaube ich, Boris, die Tatsache, dass er trotz Verletzung, die sich schon Anfang des ersten Satzes gezeigt hat, hier 5 Sätze durchspielen konnte. Das hätte ihm eigentlich keiner zugetraut. Na, wir auch nicht. Wir haben eigentlich nur gewartet, bis er ans Netz läuft und dem Agassi die Handschuhe sagt, ich kann nicht mehr. Aber er hat unglaublich gekämpft. Er hat eben sein Glück im Angriff gesucht und gefunden. Und mein Respekt, ich hätte nicht geglaubt nach dem ersten Satz, auch nach dem verlorenen zweiten Satz, dass er dieses Spiel noch rumreißen kann. Aber er ist anscheinend doch ein großer Kämpfer. Nicht umsonst dieses Jahr bis jetzt der beste Spieler. Und er wird auch noch sicherlich in naher Zukunft seinen ersten Grand Slam gewinnen. Boris, vielen Dank. Das waren erhellende Augenblicke in diesem Finale, das sehr schön war und das durch Sie noch eine ganz besondere Qualität bekommen hat. Wir geben zunächst mal zurück nach Mainz. Danke. Herzlichen Dank. Tschüss.